Hallo alle Mann zusammen, wir gehen heute wieder hunten mit dem Warner und den lieben Blue Dragon. Blue sitzt noch auf dem Podfest, der hat sein, weiß ich noch nicht, gefunden, vielleicht auch noch nicht. Wir schauen mal. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen viel Spaß und viel Erfolg. Ho, also Woche 1, 2 und 3 ist durch. Woche 4 bin ich jetzt dran. Aber da fange ich gleich erst an. Wir machen erstmal Blues Sachen, denke ich mal. In Woche 2. Fleischköpfe. Was musst du da noch machen? Oh. Ja, er ist noch nackelig. Also, ich hau schon mal auf bereit. Wenn ihr soweit seid, könnt ihr auch auf bereit drücken. Ja. Die Auto 5 hast du auch dabei, sagt er. Okay. Sprecht mal bitte im Discord. Hi, hi, hi. Ja, perfekt. Wo Ihr sollen wir sonst kommt. sprechen? Nein, Hallo, nein, darum Fisch. geht's nicht. Ich wollte gucken, ob Okay. ihr ankommt. Blubbel, Okay. blubbel, blubbel. Wir sind angekommen. Yay! Yay! Uhu! Ja, Ich dachte mal gleich nicht ihr so. Pfeifen von nebenan. Yippie-ki-yay. So, zack, zack, zack. Dann bin ich mal gespannt, ob du das hinkriegst mit dem SO. Was? Das. Was? Ja, das. Ja, was das das? Ja, das SO. Ach so, meinst du das da? Ja, guck mal, hat er hingekriegt. Alter, du kleiner Fischkopf, ne? Digga, bei mir hat sich dein Stream schon wieder aufgehängt. Geh schon. Ja, dann ist das dein Internetzer. Da kann ich nichts dafür. Geh schwimmen. Blub, blub. Nein, da brenne ich ja. Ja. Stehe ich Das ja voll ist, in ich Flammen. glaube, das war der Stream mit King Julian, ne? Ja, möglich. Muss euch mal ein bisschen lauter. Gut möglich, das Ganze. Ich glaube auch. Meine So. Blubbels. Bitte was? Meine Blubbels. Wieso deine Blubbels? Nur weil meine Blubbels. Okay. Okay, dann sind das deine Oh. Blubbels. Ist in Ordnung. Oh. Alles meine Ich Blubbels. habe heute erstmal unsere Tür repariert. Was? Boah, Welche das war. Tür? Wo das Glas weggebrochen war, wo das Kind durchgehüpft ist. Ja. Wieso Okay. hüpft ein Kind durch? Kennst du Weil. dieses Plexiglas für Gewächshäuser mit den Hohlkammern? Ja. Ja. Jo, das habe ich da eingesetzt anstelle von Glas. Verletzungsgefahr ist geringer und deutlich bessere Isolierung wie einfach nur eine Einfachverglasung da rein. Eine Frage habe ich. Hau raus. Wieso hüpft ein Kind da durch? Er ist da nicht richtig durchgehüpft, hat sich mit seinem großen Bruder gestritten und hat sich da durchgeschubst. Ne? Ah, mit dem Kopf Ja. durch die Tür. Ja. Ha! Wollte einmal das Glas von innen sehen, ne? Richtig. Und wir hatten jetzt auch lange hin und her geguckt. Das Ding ist, ich hätte Sicherheitsglas wahrscheinlich weniger bezahlt. Für die Größe. Echt jetzt? Tatsächlich. Kunststoffpreise sind unheimlich hoch. Ich habe quasi für so ein kleines Stück Kunststoff habe ich jetzt 37 Euro hingeblecht. Ja, richtig. Und fürs Glas hätte ich 28 und ein paar kaputte bezahlt. Gut ungeschliffen, aber das wäre eh egal gewesen, weil es ja in Fassung gewesen wäre. Ja, ein Ja, aber gefasstes trotzdem ist Glas das schon gewesen. heftig. Ja. Schon crazy. Aber So ist Kunststoff das. ist einfach besser. Oh gut, ne? Wenn es rausgeht, kannst du noch mal reindrücken. Ja, richtig. Oh, danke schön für dein Lurk-Happy. Oh. Danke, danke. Und ja, danke fürs viel Spaß. Dir auch. Egal Jörg, viel wobei, Spaß. wünsche ich dir auch viel Spaß. Hallihallo, happy. So, dann wollen wir mal gucken, wie das jetzt mit dem Internet läuft. Kann nur besser laufen. Dankeschön für das SO. Wieso kann das nur besser laufen? Ja, so, das Internet war ja ein bisschen schwach da hinten bei der Biflan. Mein Besser.
Ja, gut, das stimmt. Ja. Das meine ich damit. War schwierig. Nö, Internet war stabil, aber es war halt bei so vielen Leuten schwierig. Etwas laggy zwischendurch, etwas laggy. Aber stabil. Aber ich muss auch sagen, dass dafür, dass ihr echt nur zwei Einstürze hattet, ja, war das echt nicht. Ey, vor allem war das richtig geil, ne? Die Beef-LAN, also ohne Scheiß, wer Bock auf eine LAN-Party hat, der sollte sich definitiv bei der Beef-LAN anmelden. Ist einfach nur mega geil. Macht mega Fun mit den Torch, Mann. Ich muss erstmal auf deine Grafikkarte klarkommen. Ja. Entschuldigung. Dass die jetzt besser ist als deine vorher. So. Dann guck ich mal. Oh! Hier ist eine Zenturier-Linschalenter. Das ist sehr schön. Dann guck ich mal beim zweiten. Oh, Spritze muss ich mir mal. Oh, die Schaufel ist unterwegs. Ja. Ich hör's gleich kleckern. Das war ich. Oh, Grizzly. Lass mal zur Grizzly. Grizzly Lodge. Weil ich glaube, der Boss kommt in die Ecke. Warum ist Nebel? Was denn? Jungs, wo lauft ihr hin? Ich bin hinter dir. Okay. Ich höre irgendwo eine Bean Bitch. Okay. Nee, du bist nicht hinter mir. Ihr lauft ganz woanders hin, Leute. Der Punkt. Hast du den einen Punkt, oder nicht? Nee, das bin ich. Oh mein Gott. Ja, reden wir nicht drüber. Orientierung wie so ein Fisch, Alter. Alle beide. Ohne Scheiß. Ich hab den Endmarsch gemacht, ja. Was können wir dafür, dass du da hinten, keine Ahnung wo. Oh, ich hab nichts Leises. Nicht? Nö. Ja, dann lassen wir es mal am Leben, ne? Oh, ein Gepanzerter. Ja, ist doch super. Nee, ich hab nichts. Warum nicht? Ich kann nur laufen. Lass nur einfach links liegen. So, wir gehen weiter zu Devin Holz. Meine Raben. Hier ist ein Perk. Heilkraft. Oh, nice. Was deine Bienen gibt, Jo. Es war meiner. Medizin. Mediziner. Mediziner. Das Wasserzähne. Jupp. Ja, Pimmelfisch. Ich glaube, hier sind Gegner. Gut. Nice. Ich habe irgendwas Schnelles bewegen sehen da oben. Auf dem Felsen. Da, wo ich mir gepinkt hatte. Sorry. Ja, kann ich jetzt gerade nicht drauf gucken. Da, hinten. An dem Felsen habe ich was gesehen. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt so richtig ist. Ich lauf mal. Ja, ich sehe das. Und das ist auf meiner Höhe, das ist sehr gut. Ist auf deiner Höhe, du bist doch da hinten. Oh. Oh, Matthias, moin!
Okay, war glaube ich ein Zombie. Und Stefan sitzt da mit dem Gegner. War ein Zombie. Matthias 08, kannst du auch immer bitte ein SO gleich rausprügeln, wenn du Zeit hast? Mein kleiner Schmaler. Wenn du Zeit hast. Ich höre einen Emulator. Ja, du hörtest einen. Ich höre es explodieren. Emulatorsten. Ja. Oh nein, ich bin falsch gegangen. Es tut mich leid. So, dann lass uns mal stürmen. Lass uns Leute töten. Wo sind sie denn? Ein bisschen weiter von uns entfernt. Hier hinten bei Stefan. Und da ist ja, und da hinten in der Richtung ist auch der Boss. Der kleine Boss. Oh, was spielst du da, Matthias? Kannst du mir doch gerade kurz erklären? Du bist ja hier im Stream. Erzähl mal, was du da spielst. Würde mich hier hoch interessieren. Wer war das mit dem Pferd? Ich, meins. Ja, was du da gespielt hast. Was da im im Stream-Ausschnitt gerade zu sehen war. Wo ist der andere Boss? Gut, ich komme. Mein lieber zu spät als nie, oder? Oh, wir müssen noch ein ganz Camper und weiter. Verdammte Scheiße. Der kleine Boss müsste auch irgendwo hier sein. Ich weiß nur nicht wo. Ich glaube bei Gaswerke. Hier ist ein Fetti. Oha, er ist im Leck beim. Oh so, okay. Na, Raben, Vorsicht, wir müssen hier außen rum. Ich glaube Hand. Nee, das war kein Hand. Das war kein Hand, mein Freund. Moment. Was? Ich glaube, ich habe Nord, Nordost. Ja, da sind ja auch die Gegner. Naja, ich. Nee, dann habe ich mich vertan. In dem Kampfhaus sind die Gegner. Gehört. Womöglich fort. Ja, das kann auch sein. Ich gehe einfach rüberlaufen, schnell. Okay. Hinter dir ist ein Zombie. Da oben drinnen sind die auf jeden Fall. Hier unten kannst du auch durch. Hier ist erste Hilfe. Geh doch mal zur Seite. Redst du mit mir? Ja, ich rede mit dir. Oh mein Gott. Klopft der jetzt schon an? Er klopft an, ja. Die sind oben. Oha, Sprenglanzen. Auf der Seite ist noch was.
hat Spaß mit seiner Sprenglanze, ne? Ja. Vor allem, ich weiß nicht, wo er ist. Hier oben irgendwo. Oh, ich auch nicht. Ich hab ihn gesehen. Das ist gut. Unten oder was? Nee, der ist oben hinten, wenn du durchgehst. Geradeaus durch. Bitte schön. Weg! Oh, Diggi! Was denn? Alter. Der hat richtig Bock mit seiner Sprenglanze. Der gibt mir ein bisschen auf den Sack mit seiner Scheiße. Ja, einer liegt schon. Sehr gut. Wo ist die Heilung? Unten drinne. Ja, ich hab's. Fick dich. Oh mein Gott. Ich heb dich. Viel Erfolg. Heil. Bitte. Eins und noch. Huhuhuhu. Hab ihn. Oder was? Ja, der ist down. War nur einer. Aber er hat mich, der andere. Seid ihr beide jetzt down? Nein, nur ich. Nein. Der eine ist oben bei mir. Der hat aushebeln, vorsichtig. Ja, ich weiß. Ja, Epic ist immer so ein bisschen. Da hinten auf der langen Seite war er. Rechts von mir, schräg rechts. Aber rechts ist noch die Tür auf, vorsichtig. Oha! Über dir ist er. Unten. Rechts neben dir. Ach, der ist die Treppen runtergegangen. Batsch! Ins Gesicht! Okay. Kann man mal machen, so. Belastend. Kann man mal machen. Ja, hätte ich das eher gewusst. Ja, ja, wir sind alle tot. Ja. Hätte ich eher gewusst, dass du... ich bin nur einmal umgefallen. Mich hat keiner mehr aufgehoben. Nein, ich lache aber auch äußerst ungünstig da oben. Ja, Blue lag da auch ungefähr, aber ich kam jetzt bei dir halt nicht ran, ne? Nee, alles gut. Wie denn auch? Du haben sie ja nicht so weggecampt. Nö, ich hab Pistolenschaden habe ich auf jeden Fall gemacht. Ja,
Und ich habe auf jeden Fall 2 Schaden mit der Auto 5 gemacht. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Aber Matthias, wie geht's dir sonst so? Ich hoffe doch recht gut. Oh, oh, sehr gut, das gefällt mir. Das gefällt mir. Oh, SO für Nemare. Sehr schön, danke. Mahlzeit zusammen, Milantius. Moin, moin, moin. Na, alles fresh bei dir? So, Armbrust. Revolver. Da machen wir das hier. Alles gut bei dir, Milantius? Ich hoffe doch. Bin im Vorbereitungsstress, aber sonst gut. Okay, sehr schön. Ja, Vorbereitungsstress wegen morgen bestimmt, ne? So ein bisschen. Genau, sehr schön. Das ist sehr schön. So, das, Lobby, zack, bereit, jawohl, ich bin bereit. Ich bin bereit. Wie, du bist bereit? Ich bin bereit, nicht breit. Bereit, mein Freund, bereit. Breit bin ich sowieso. Ne, ich habe den mit der Sprenglanze habe ich direkt angezündet. Ja, sehr gut. Der ging mir auch ein bisschen auf den Piss, ne? Muss ich ehrlich gestehen. Jo. Der mit seiner scheiß Sprenglanze da, der Himpeldimpel. Ja, ich muss erstmal schon mal wieder gut reinkommen. Ja, gut, haben wir auch schon. So breit ist er auch nicht, okay? Ja. Alter Mann. Aber kein Hate. Leider nicht. Pistolenschaden. Wenn ich gesehen habe, immer nur für ein paar Sekunden. Also, das war traurig. Hochgeschwindigkeitsmunition haben wir 123 Schaden gemacht. Auto 5 haben wir 150 Schaden gemacht. Das ist auch sehr gut. Ich habe jetzt die Auto 5 nicht dabei. Nö, ist ja nicht schlimm. Die ist auch teuer. Teures Spielzeug. Jo. Teures Spielzeug, definitiv. Ach ja. Im Vorbereitungsstress? Ja, für morgen. Der legt, ja, der legt doch das ganze Fleisch ein und sowas bestimmt. Sabber. Schlabber. Sabber, Schlabber. Hoha. Also, Wanner braucht noch hier die Nahkampfscheiße gleich, ne? Ja, die das auch mit Sprenglanze. Ich denke, das wird easy. Ja, habe ich auch geschafft. In ja, 2 Runden habe ich die Sprenglanze weggemacht. Ist ja One-Hit. Muss ich halt reinrennen und den vor der Birne knallen, ne? Zum Beispiel. King hat das auch in 2 Runden geschafft. Ja. Aber er war so cool, er hat sich in eine Ecke reingestellt. Ich hab bis heute erstmal 3 Teams. Oha. Ja? Mhm. Ja. 3 Teams kamen alle in seine Richtung reingelaufen. Er brauchte nur abdrücken. Ja. Ich hab bis heute erstmal den Grill geputzt. Oha. Wie sah denn der Grill aus, sag mal? Bin gemein, ich weiß. Aber nicht schlimm. Gemein sein ist alles. Nein, das heißt, dabei sein ist alles. Ach so, okay, dann habe ich das falsch verstanden. Entschuldigung. Ich habe gedacht, das wäre gemein sein ist alles. So. Nein. Aber jetzt hast du ja dein Mantra fürs Leben. Jetzt bist du halt drauf festgeschrieben. Jetzt musst du halt widerlich und gemein sein bis zum Ende deines Lebens. Wie 10 Jahre nicht geputzt. Oder benutzt. Benutzt. Ich habe geputzt gelesen. Es tut mir wirklich herzlich leid.
Ja, rüber nach Scrapper erstmal, ne? Ja, ja. Da. Ich hau mir erstmal Energy rein. So, laufen bis zum Umfallen und noch viel weiter. Mit meinen Armbrüstchen. Oh. Alter, du bist laut mit deinem Feuer. Mir doch egal. Ja, bei mir nicht. Ich bin auf Krawall gebürstet. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Wo ist sie? Hier war sie. Ich kann zumindest keine Gegner sehen. Da sind Warnbrüste. Hier sind Enten. Gegner. Wo? One hit. Da ja. Genau da. Nur einer? Ich habe nur einen gesehen, ja. Einer tot oder was? Nein. Gottes Willen. Ich schätze, der ist dahinter oder so. Ja, da hinten läuft er. Oh, Blutung. Okay. So ein kleiner Sack. Markierst du nochmal? Er war eben da hinten. Ja, sehe irgendwo in die Richtung nach links ist er reingehuscht. Weil die Viecher ihn so ein bisschen verfolgen. Doch hier irgendwo im Gebüsch der Hund. Ach, was für ein Kacknappel. Na, Singleplayer? Möglich. Nach der Spielweise zu urteilen, ja. Ganz komisch. Oha! Ab nach Alice. Weiter weg. Aber ich habe den nicht gesehen, den einen. Der ist wahrscheinlich mit dem Kartenrand oder so verschmolzen. Was war das denn für ein Skin? Na, ein dunkler auf jeden Fall. Ja, dann wird's auf jeden Fall. Ja, dann war es auf jeden Fall ein Single. Denke ich mal. Enten. Ja, wir sind weiter vorne. Bleib doch stehen.
Gib mir mein Speer, Deine Enten, die geflogen sind? Ja, das sind meine. Okay. Oh, hier sind Raben. Wow. Los, Blut. Raben. Ich will auf einmal aufgetaucht. Du, ich gucke nur, ob dich was verfolgt. So, weiter können wir. Ich hab den Punkt. Du hast ja keine Augen im Hinterkopf, ne? Echt jetzt? Vor uns ist ein Wagen. Das ist gut. Ich gönn mir jetzt auch mal den Schmuggler. Schmuggler ist geil. Oh, Berserker. Wo müssen wir hin? Wohin gehen wir? Heilwasser oder wohin? Ja, würde ich sagen, ne? Ja, dann gehen wir Heilwasser. Den mich Quartiermeister. Was war Waffenschmuggler? Ja. Okay. Quartiermeister sparst du dir. Cool. Ich glaube, hier sind schon welche durch. Oh ne, doch nicht. Graben. Aber bei Heilwasser ist was. Was du bei Heilwasser? Nochmal ein Ausrüstungspunkt hier oben. Oh, das ist gut. Immer her damit. Hier ist übrigens ein Trophäe, ne? Ein Bounty. Okay. In der Mitte. Zwei Spurzeichen. Ja, ich weiß, aber da können wir ja noch nicht nehmen. Nö, ich wollte ja auch. Heilwasser sind Schüsse. Definitiv. War aber ziemlich nah. Ja, Heilwasser. Ja, ja. Da hinten rechts. Neben Heilwasser. Zweite Schuss, der jetzt so ziemlich nah war. Ja, ich habe einmal getroffen. Der blutet noch. Wo ist der denn? Direkt vor mir stand der. Ja, ich werde angezündet, Mann. Nee, Explosion. Nö. Ich hab den nicht gesehen. Direkt im Gebüsch vor dir. Nichts gesehen. Bleib da, der explodiert, das explodiert. Ja, ja. Da kommt er. Arschloch. Löschst du mich bitte? Ich glaube, du kannst Wanne aufheben. Glaube ich. Man's Blue. Ja, Blue meine ich doch, Entschuldigung. Hat einer Necro von euch? Nee, ne? Nein. Doch, hab ich. Dann benutzt ruhig. Ich heb dich. Der ist reingelaufen, hinten in der Heilwasser. Halb. Bitte. Zwei. Ist er nicht. Eins.
Ja, ich habe da nur was bewegen sehen. Digi. Ja, ich habe aber das bewegen sehen. Deswegen habe ich das gesagt. Eingebüßt weiter links in der Kurve sitzt, ja. Heil dich, Blue. Ich sag dir Bescheid. Halb. Drei Viertel. Drei, zwei, eins, du stehst. Schießt du? Ja, ja, klar. Ihr die Bienen geworden? Ja. Ja, okay. Ich fliege Käfer. Hier hinten. Ah, in der Mitte. Nein! Du Saftnase, Alter. Jetzt komme ich zu dir. Hab ihn hit. Ja, sehr schön. Behalt ihn im Auge. Ich komme. Die olle Saftnase. Hit. Liegt. Bleib dabei. Ja, ich bleibe bei ihm. Hab aber auch gerade einfach mal die Waffe getauscht. Mhm. Weil das Ding ist ja echt Müll, ne? Wart ihr alle dran? Ja. Schattensprung, Spurzeichen. Ja. Ne? Wo ist einer? Einmal heilen, ja. Könnt ihr mal bei der Heilwasserkirche? Ah, brauchen wir gar nicht mehr, haben wir ja. Ist ja schon verbannt. Wo ist denn die Verbannung? Soll ich eine Laterne mal holen? Nee, jetzt brennt doch schon. Ja, ich weiß. Aber so steht er gleich wieder in Flammen, wenn er aufsteht. Machen wir noch eine Feuerbrunst. Richtig großes Feuer. Ja. Da sind Raben. Boah, die haben direkt den Ausgang bei sich. Okay, er ist ausgebrannt. Sehr gut. Das war ja nicht böse klingen, aber hat er verdient. Ich hab Schattensprung geholt. Da vorne sind auch Farben. Ja, die sind direkt raus. Na klar. Das war ich aber nicht. Du bist viel zu weit weg von den Raben, oder? Ja.
Sind bei euch welche? Hier sind bestimmt irgendwo welche. Die Gegner sind keine Ahnung. Keine Ahnung, hier ist alles voller Grunts und... Okay. Naja, egal. Gucken wir mal. Gehen wir raus. Enten sind meine, denke ich. Danke. Da sind Fallen, glaube ich. Wie viel Schaden macht eine Bärenfalle denn jetzt? Ja, das ist die du mitnehmen kannst. Hier ist ein Säckchen. Vor sie am Eingang liegt noch eine Falle. Oh, hier liegt eine Sparks. Hier liegt auch ein Säckchen. Säckchen auf der Werkbank auch. Wie ein Bitch links. Ich starte mal den Counter. Ja, mach mal. Das sind... Karabiner ist definitiv keine Waffe, die ich empfehlen kann. Ja, das hätte ich dir vorher sagen können. Frag doch einfach. Ja, nee, muss man ja testen, ne? Ja. Aber für bestimmte Sachen kannst du die gut nehmen. Ich weiß nicht, wo die Kugel hingeflogen ist, aber nicht in seinen Kopf. Okay. Und ich war definitiv aus seinem Gesicht drauf. Sein Gesicht? Ja, also ich habe in sein Face geschossen und er ist ja munter weitergelaufen. Naja. Belastend. Ich sage immer, passiert, ne? Oh, ein bisschen schont es überall. Ja. Kannst du mag gern nix, kannst nur gucken zu. Ja. 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 Oh, ich habe einen getötet? Ja. Also habe ich ihn getötet? Cool. Ja, drei Sterne. Den nehme ich jetzt mal an, ne? Drei Sterne, sagst du? Ja. Ja, ist doch schön. Ja, klar. Wie wechsle ich jetzt nochmal Skins bei den Waffen? Ah, top. Frage selbst beantwortet, sehr schön. So, aber jetzt geht's aber kurz in den Pause-Stream. Ich muss runterlaufen, ich muss draußen an der Rauchen, also bis gleich. Nicht weglaufen, ich bleib dran, mach den Ton ein bisschen leiser, weil das Video ist ziemlich laut, ich schreie auch ziemlich viel. Und also von daher, ganz gechillt. Bis gleich. Ihr habt eine Ziege da drin und jeder kann jetzt noch mal eine Ziege nehmen. Dann habt ihr fünf Stück und könnt so gesehen fünf Stück nacheinander abfackeln. So, du hast jetzt eine, dann hast du deine Aufgabe erledigt. Chill dein Leben, so dass die alte dich nicht frisst und warte bis du... Du Scheiße! Karma, wer war das? So viel dazu, nicht fressen lassen. Danke, ihr Arschlöcher, dass ihr daneben gestanden habt, Alter, ohne Scheiß.
Und die Ziege ist weg. Hey Jungs, vielleicht helft ihr mir! Dios rennt einmal weg, Alter! Ey Dennis, nächstes Mal lass ich dich. Hauptschlafzimmer hier ist alleine, die Tür offen. Ist immer noch geschlossen. Mach ich doch gerade. Mal eine kurze Frage. Oh, sie ist gerade schreiend in den Keller gerannt. Kann die Alte hier in diesen Kreis rein? Nein, ne? Welchen Kreis? Diesen Kreis, wo die Köpfe alle drin liegen? Ja. Ja. Überhaupt irgendwo einen sicheren Ort von der Alten? Nein. Wegspiel. Nee, Mann, nach der Runde spiel ich was anderes. Keine Ahnung, Teletubbies oder so. Okay, direkt nach oben. Lass nach oben. Im Dachboden. Wow! Sie nimmt einfach Stefan mit. Was macht sie da? Alter. Sie bringt ihn raus, sie müsst ihn verarbeiten. Alter. Mit dem Medikit. Ach, sie bringt ihn raus, ja, das passt eh. Oh. Ich klebe dir ein Pflaster aufs Popoloch. Alter. Alter. Was reingehen? Ihr Arschlöcher. Zuzumachen. Ja, jetzt ist zu spät, alles gut. Ich habe den Stream nicht auf dem Bildschirm hier gekriegt. Und da hätte ich Hilfe gebraucht. Digga, Hans Maul, Mann. Hier liegt doch ein Knie ficken, du Stück Scheiße. Was ist das? Widerlicher Mensch. Kuli, der hat dich jetzt gerade eben... Ich bin gerade allein in so einen Raum rein, wo hier so ein scheiß Stuhl wackelt, Alter. Auf einmal kommst du mit Buh. Ja, mach dich vom Acker, Alter. Weg mit dir. Oh! Den Dicken hat's erwischt, Jungs. Ach, Boden, ein Medkit. Jungs, ich komm nicht weg! Komm nicht weg! Das sind Dämonen! Die essen dich! Sie essen Jolas! Nein! Ich bin tot! Haltet ab von ihm! Hört auf, ihn zu essen! Aber wohin? Ich bin in der Speisekammer. Viel Spaß in der Speisekammer. Aber richtig viel Spaß, die Schleichhalle zu dir, Alter. Was will die von uns? Das ist die Hand von ihm. Ja. Und geht die nicht zur Stelle? Die jagt uns schon wieder. Oh mein Gott. Blende sie. Jonas. Ja. Lass mich hier allein mit der Uschi. Du Arschloch. Ciao. Stefan regelt schon. Ich muss los. Jonas. Wow! Boah! Wo ist denn der Ausgang, Alter? Hey, Dios. Nee, Mann, ich hasse dich. Hier ist der Ratte. Warum? Das denke ich mir gerade. Wo? Ich bin so nett, Kumpel. Nein, die Blicher! Susi? Nehmen Sie die? Der Palette. Gönn dir die Ratte. Er kommt mir so ein Trickspiel, wo einfach mein ganzes Leben fickt. Ja, pass auf. Und du wolltest das andere noch spielen, ne? Welches andere? Blair Witch. Ja, viel Spaß, Alter. Ey, boah, Alter! Den Dicken hat er erwischt. Boah! Kann man den blenden, oder? Scheiße! Der Rentner hat's erwischt, Jungs. Die rennt in den Keller, warum? Ja, sie ist hier! Was ja? Rehmann! Jungs! Hilfe! Lass mich doch bei dir weg! Verfluchte Scheiße! Der Snitch, Alter! bei mir! Wart immer auf die Behindis, Alter, das ist so scheiße, das ist richtig diskriminierend. Ich bring sie mit! Vor allem fängt der Zombie gleich an. You see me rolling. Hallo! Ja, danke. Danke. Wo? He's up, I'm coming here! Wir brauchen eine Futterschale. Hier, da gibt's so viel Ratten, aber... Ey, Jungs, danke. Ihr,
Ihr opfert mich schon wieder! Ihr seid so eine Schweinehunde. Wir sagen, wir bleiben zusammen, Alter, und ihr... Also ich hab hier eine. Ja, bei mir auch. Ja, ich hab doch hier schon... Dein Ernst? So, fick dich, die hab ich jetzt genommen. Siehst du, was passiert, wenn du mir meine Ratte klaust, ja? Ich glaube, wir verstehen uns jetzt, oder? Okay. Was habt ihr gemacht? Ich setze kleinen Adolf mal auf dem elektrischen Stuhl. Okay. Magere Ausbeute, Jungs. Magere Ausbeute. Wir haben nur eine Ratte. Ja, ihr seid voll die Flaschen, Alter. Ehrlich, ohne Scheiß. Jetzt hab ich endlich mal eine Ratte und ihr macht gar nicht. Ach, da hängt schon eine. Wir haben nur eine Ratte. Ja, hau rein. Sicherung? Wenn du mal ein paar Sicherungen reinpackst. Los, jetzt. Gib Strom. Oh, wir haben schon 7, Leute. Okay, gleich kommt die 8. Fuck, Alter, Jungs. Los. Gleich die nächste. Los, schnell, 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 schnell. Da wird so richtig sauer. Hallo, Kaltblut, moin, na, alles fresh? Wieso Titel ändern? Hä? Wieso Titel ändern? Ja, bin ich jetzt auch gerade am Überlegen. Es geht wieder los, wir hunten heute mit Wanna und Blutwägen. Es geht wieder los. Kategorie Handschuhe und wieso Titel ändern? Was soll ich da ändern? Geil, okay. Kaltblut, du machst mich fertig. Okay, genial. Wanna, bist du auch da? Jan? Nö, der ist ein Kaffee holen. Oha. Ich starte es trotzdem, ist mir egal. Da muss er sich ein bisschen beeilen. Ich sehe gerade, du hast deinen Brüderli ja um ein Prestige überholt. Ja. Tatsächlich. Oha. Aber ich bin ja auch regelmäßiger am Handen. Also. So ist das. Kaltblut, wie geht's deiner Frau? Hat sie sich erholt von dem Wochenende? Ich hoffe, dass ich jetzt nichts durcheinander würfel. Aber ich meine, Yin-Yen gehört doch zu dir, oder nicht? Ich glaube, ne? Ach, sagt sie mir gleich selber. Sehr schön, okay. Schöne Grüße aber erstmal. So vorweg, bevor sie da ist. Oh, das schmeckt aber lecker. Ja, schmeckt? Ja. Ja, ich bin nicht so ein Ananas-Fan. Ja, selber schuld. Ananas am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Gänsehaut, oh je. Ja, liebe Grüße zurück heißt das. Okay, kein Problem. Da waren die Finger doch dicker als die Knöpfe auf der Tastatur, würde ich sagen. Oh, Devin's Farm. Ja, perfekt. Lassen wir den jetzt hier stehen? Ich lasse ihn da gerade einmal kurz stehen, weil ich gerade den Punkt holen will. Also warte hier. Ja, kannst warten. Ich bin gleich sofort wieder da. Wenn nicht die Gegner kommen. Oh, Yen-Yen, moin moin. Na? Ich hoffe, dir geht's gut.
habe eben schon am Ende gefragt, wie es dir geht, aber das wolltest du mir selber sagen, hat man mir gesagt. Danke für das SO. Ja, alles bestens. Und bei dir? Ja, auch. Ich habe mich gut erholt jetzt vom Wochenende. Mein Bett hat sehr gerufen nach mir und ich habe mich sehr gefreut auf mein Bett. Was ist jetzt passiert? Hallo? Hallo? Oha. Oha, er ist gar nicht mehr drin. Nee, der ist jetzt gerade in der Laberecke. Warum geht der in die Laberecke, der Horst? Mein Bruder, ehrlich, das ist so eine Granate. Der Typ, ey. Nicht nur du, ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Sag mal, wann wollen wir drei eigentlich mal handeln gehen zusammen? Yen und Kaltblut. Hallo? Wana? Das war eine Kuh. Ja, du bist derjenige welcher. Also, ich muss dazu sagen, ich bin nur MMR3, ne? Also, wir können weiter. Er hat sich ins Gebüsch gestellt. Also nicht weiter, sondern wir können uns ein bisschen entfernen von ihm. Er ist da. Ich bin nur MMR3 und bin schlecht. Mom, gerade Mission gleich da. Okay. Jederzeit? Oha. Ja, dann schicke ich dir nachher mal... Ich flüster dich nachher mal an. Oder kannst... Ja, weiß ich. Oder du flüsterst mich an. Und, schickst mir mal deine Steam-Daten. Dann kann ich dich wenigstens adden. Hallo? Ja, hallo. Hörst du uns? Juana? Hallo? Hallo? Ja! Boah, jetzt endlich, Alter. Raben? Keine Ahnung, was gerade abging. Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Egal, weiter. Lassen wir den jetzt hier stehen, sagst du nur? Und ich denke mir so, hä? Schlachthof! Redet ihr nicht mit mir? Ja, weil du, irgendwas passt bei dir nicht mit deiner Einstellung und so. Nee. Ganz und gar nicht. Ja. Also morgen mal die Baustelle abarbeiten hier. Yes. Nee, nee, nee. Das erklärt, warum ihr auf nichts reagiert habt, was ich gesagt habe. Liebe Grüße. Thank you for the follow. Yen Yen, danke. Nee, ich habe leider, das habe ich nicht drin, habe ich noch nicht eingebunden. Habe ich immer wieder vergessen. Kaltblut, das habe ich immer wieder vergessen. Es tut mir leid. Sollte ich echt mal einbinden? Ja. Genau, lebe einfach weiter. Ist okay. Ja, ich weiß ja, wie du heißt, aber ich habe nicht gewusst, dass ich dich jetzt einfach Jenny nennen soll. Shame on you. Jo, ist klar. Klar, Milantios, du denkst auch an alles. Ich weiß, es tut mir echt leid. Du Pappnase. Ich finde auch, du solltest dich schämen. Ich habe dir geflüstert. Okay, sehr schön, danke dir. Runde. Blueprints. Oh, ja, den Befehl schon lange. Ja, du hast... Schön, dass du das schon lange hast, mein Freund. Ich hab's nicht. Aber jeder mal was anderes. Okay, Heilwasser. Kennen wir, ne? Ja, hier ist ein Umschlag. Jäger, was? Tee noch? Ah, auf der Seite, okay. Wo denn hier?
An der Hauswand oder was? Da. Nee, da. Direkt am Hühnerstall. Also. Hast du Kasse gefunden? Nein, kein Cash on Zeit. Halber? Ja, Halberter. Halber, MMR ist doch egal, bin auch nur zwei. Okay, das ist kein Problem. Das krieg ich noch tiefer. Ein paar wieder Clips hochgeladen. Oh, sehr schön, Melanzio. Es wurde auch langsam Zeit, dass du mal wieder ein paar Clips hochlädst. Brauchen wir die für was Spezielles? Ja. Och ja, jetzt geht für man. Was denn einfach nur töten oder anzünden? Töten. Okay, gut. Und gepanzert. Natürlich müssen wir jetzt nach Pitching. Ich muss gerade mal ganz schnell mein Headset anschließen. Moment. Wer war das mit den Raben? Wahrscheinlich wir. Mehrzahl. Meine natürlich. Meine waren das natürlich. Aber ist ja nicht schlimm, oder? Okay, vielleicht bin ich doch nur eins. Okay. Aber ist nicht schlimm. Egal, ob du eins bist oder zwei oder drei oder vier oder fünf. Hauptsache, wir haben Spielspaß. Der Rest interessiert mich nicht. Ich bin ja auch die ganze Zeit eins. Ja, stimmt. Also. Für mich ist immer nur im Vordergrund der Spaß dabei. Ja, ich hab Spaß an den Backen. Ist weiß. Sehr gut, dann macht ihn weg. Ich hab Hafti. Jo, hau rein. Das klingt gut. Ja, ist ja so. Alles andere spielt ja wirklich keine Rolle. Und Jenny ist einfach nur ein Suchtvogel. So, wo darf ich meine Stolperdraht hinschmeißen? Das ist mir relativ. Ganz geil ist der da. Und ja, da kommt er auch immer ganz gut. Wo? Noch? Ja. Ja. Dann habe ich noch eine Stacheldrahtbombe. Würde ich mir auch sparen. Oder ansonsten hier an die Tür, ist auch nicht verkehrt. Warte. Können wir aber auch aufmachen. Und kannst du hier in den Gang werfen. Hier ist noch, dann blockiert die uns nicht so. Sag mal schnell, Material. Und der McDonald's tut so. Oh, Stacheldraht, wo darf ich noch eine hinsetzen? Also hier. Stacheldrahtfalle? Ja. Hier. Ja. An den hier. Oh, hier ist ja auch noch eine Tür. Wenn wir noch eine McDonald's-Tüte finden, kann ich noch eine setzen. Ich setze mal hier hinten noch eine Falle hin. Hier ist Bärenfalle. Aufpassen bei der Tür. Okay, paar Kapelle sind die. Wo die hinlaufen. Hier ist ein Säckchen.
Hier ist auch Erste Hilfe noch, ne? Wenn wir gleich brauchen. Ja, ich bleib dann hier an der Tür stehen, ne? Die anderen sind ja, glaube ich, abgesichert, oder? Was ist hier denn? Der ist nicht gesichert. Ach ja, genau. Alter. Wer setzt denn hier bitte schöne scheiß Stacheldraht? Mir wurde gesagt, hier hinsetzen. Weil man die da nicht so gut sieht und nicht so schnell. Ja, hab ich wohl gemerkt, danke. Toll, wie du merkst. Arschkampe. Toll. Hast du die Überraschung vom Blue für die Gegner gehört? Und wo ist die andere? Die ist in der anderen. Ja, gegenüber. In der okay. Dann bleib ich hier drinnen. Ja, ich bleib hier beim Säckchen stehen. Ich glaube, Steps draußen. Das kann sehr gut möglich sein, mein Freund. Nimmst du ein und guckst? Ja, ich gucke, ja, guck mal, ich gucke. Die gehen auch in die Mitte. Ich habe nichts gesehen, ist frei. Ist komplett ja, free. Ich gehe hoch zur Mitte, ne? Ja, ich komme auch. Ich hab Bock. Ich habe Bock. Ey, ich hab einen komischen Follower, ich will dich nicht. Geh weg von mir. Ob die wohl auf uns warten? Keine Ahnung, ich hoffe. Das wäre toll. Das wäre richtig nice. Mensch doch. Also ich würde so feiern, wenn sie auf uns warten. 100%ig. Wer hat denn den Sniper? Ich. Wir machen ja, dann da oben drin. Hau mal rein da. Da hinten sind welche. Hab einen Hit. Pingen. Bitte pingen. Ja, brauchen so. Noch einen Hit. Boah! Okay. Ich hab mich mal hingelegt zum Schlafen. Ja, ich auch. Ich hab noch nicht mal gesehen von 81 Meter. Wenn der Mosi. Brandmuni. Dann bin ich mal weg. Okay, danke Kaltblut und viel Erfolg und schönen Tag auf jeden Fall noch. Danke, dass du reingeschaut hast. Header gemacht, immerhin. Ja, den einen hast du schön mit dem Header weggeknallt. Aber ja, ich hätte es besser gefunden, wenn du versucht hättest, uns aufzuheben. Als Dings umgefallen ist, als du umgefallen bist, da waren die schon mitten auf der Kreuzung. Da war nichts mit aufheben. Ich weiß. Aber ich war ja rechts von der Straße. Ich wollte es ja nur mal so erwähnt haben. Ich weiß, ich bin ein bisschen dreist, weil ich das so erwähne. Schon wieder keinen gekillt. Was ist denn los mit mir heute? Du schwächelst. Ja, ich schwächle gerade wirklich, ohne Scheiß. Eindeutig schwächeln. Okay. Okay, du hast hier den komischen Lurch, ne? Du sagtest, da ist ein dober Follower, den ich... Das war mein letzter Kopfschuss, der mir fehlte. Oh, sehr schön. Ja, nee, ist klar. Gerne. Ich meinte ja den Follower hier, den Zombie, der mir da gefolgt ist. Mann! Kaltblut, der war nicht nett. Der war echt not nice. Ich habe echt gedacht, nice from you. Ja, genau, from you. Okay, ich spiele jetzt auch Sniper. Aber ich spiele Adlerauge. Und das hier. Und dann muss ich gleich die Hochgeschwindigkeitsmunition einpacken. Wieso klaust du mir jetzt meinen Job? Wieso? Kannst du doch weitermachen. Dann gehen wir halt alle drei unterwegs mit Sniper und keine Ahnung was. Co. Und KKG oder so. Ist mir ja relativ.
So, oh, ich habe noch 4 Punkte über. Ich muss mir noch hier, genau. Zack. Jetzt habe ich Necromantis, habe ich auch dabei. Ich fand den echt gut. Ja, ich fand den auch nicht schlecht. Aber ich habe das nicht geschnallt, was du meintest. Deswegen fand ich das jetzt not nice. Not nice for you. Mimimi. Das habe ich mitbekommen. Oh, oh, oh. So, jetzt bin ich ready. Rira, ready. So. Alter, du hast ja. Dein Schalldämpfer ist ja breit größer als das ganze Gewehr. Oh. Meine Tochter läuft mit mir mit. Ja, aber mal Spaß beiseite. Wohin? Welches MR habt ihr denn zusammen? Ich habe, glaube ich, MMR 3. Ich habe noch gar nicht geguckt. Muss ich gleich mal. Also ich bin auf 1 Stern. Ich muss gleich mal gucken nach der Runde. Ich glaube, Ruxi, du warst auf 3. Ja, ich glaube, ich meine auch. Ich bin auf -3. Ich glaube, ich bin auf 3. Walla müsste auch 3 sein. Und Blue war einmal kurz 2. Und seitdem ist er immer nur MMR 1. Der kommt auch nicht hoch, ja. Egal was er tut. Also ich bin minus 1 Stern rum. Ich bin irgendwo im Minus, glaub mal. Ich bin der Sternreiter. Und jetzt ganz ehrlich, jetzt spiele ich Sniper. Und jetzt haben wir sowieso verkackt, weil ich kann Sniper mal gar nicht. Ja, warum spielst du es dann auch? Naja, weil ich Bock drauf habe. Auf eine Ziege. Ich kann Sniper tatsächlich auch nur manchmal. Ja, da müsste ich aber die Tage für haben. So ein Gefühl, was man dann haben muss, wenn man Sniper spielen will. Ein Gefühl. Ja. Ich habe auch Gefühle, aber die sind hier falsch. Die Gefühle, die ich habe, die sind hier falsch. Oha. Schäm dich. Also der müsste da oben sein. Ja, der ist da oben. Haut da gleich seinen Hammer auf den Tisch. Cool, man sieht meine Pinks nicht. Doch, die sieht man. Also wir sehen die, du siehst sie nur nicht. Naja, super, danke. Was denn? Hör auf zu nerven, Mann! Hast du gerade auf mich geschossen? Nein, ich hab dich geschlagen. Schlagen und schießen sind Unterschied. Hier ist übrigens ein Umschlag. Also ich verstehe, warum du den da nicht holst. Ja, weil du doch da bist. Wir wollen dir auch ein bisschen Arbeit überlassen, mein Freund. Oha! Bienenbitch fackelt. Wo ist die Bienenbitch? Achso, hinten bei dir eine oder was? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich bin hier kurz vorm Verrecken. Da ist er. Ja, danke. Bienenbitch ist weg. Dass du die Bienen mit dem Messer weghauen kannst, oder? Wenn man aber nicht weiß, wo die ist und die dann 2-3 Mal schon angegriffen hat. Ja. Dann ist so, man ziemlich ist man irgendwann tot. Das ist korrekt. Hier ist Medkit. So, Enten voll am Ausrasten. Komm, bleib mal locker. So, wo waren jetzt nochmal die Lebenspunkte? Also, da ist der Umschlag. Bist du ein mieser Schlüpper, Alter, ohne Scheiß. Selber. Nee, nee. Das war nicht mein Gedanken gerade. Ihr dürft mal entscheiden. Pitching. Ich laufe euch nur hinterher. Warum? Aufgabe, es tut mir leid. Es war meine Aufgabe. Du bist auch noch auf. Da hinten waren schon Gegner bei Devin. Wer schießt denn auf mich, sag mal? Dem Ding fehlt ja schon der Dingens. Dem fehlt ja der Kopf. Ach so, und dann. Pitching sind also schon Gegner. Bei Pitching?
Ja, safe. Okay, dann nehme ich nicht mit Jenny nee, jetzt, mit. Jetzt dann ist der bist Kopf du da. Nicht mehr lange auf 1. Ich glaube, das wird nicht klappen. Wir haben wir haben alles versucht, Kaltblut mit ihm. Aber irgendwie hat das nicht geklappt. Wir waren auch schon mit 4er und 5er unterwegs. Also wir waren mit ihm auch mit 4er und 5er unterwegs, hat auch noch nicht geholfen, oder? Blue? Nö, hat nicht. Also, alles probiert. Auch nochmal neu installieren. Alles mit. Hast du die echt abgefackelt jetzt? Klar. Kannst du dann auch nochmal raben? Oh, Mist. Ich bring dir was mit. Vertrau mir, nach über 5k weiß ich, wie ich pushen kann. Ja. Das glaube ich. Oh, hier sind immer noch Raben. Hab ich doch schon gepinkt. Ja, aber da habe ich was hingeschmissen, aber egal. Scheiß drauf. Oh. Hier ist ein Dings. Ja, ich weiß. Wirklich. Ja. Aber bei mir ist das auch immer lustig. Ich komme wieder in 4 rein, dann bin ich wieder raus aus der 4. Also jetzt bin ich bei 3 im Moment eine ganze Weile schon. Und da tut sich einfach nichts mehr bei mir. Ja, oh, Mitte geht's ab. Mitte, ne? Geht's wieder ab. Sollen wir da ein bisschen rüber snipen? Ja, klar. Ein bisschen mitspielen. Aber hier waren schon welche. Hier ist der Kreis ja weg. Nimm den Punkt mal, wenn er geht, wenn es geht. Das war laut. Hier ist eine Blaupause. Ich sehe nichts in der Mitte. Nö, aber da hat es ja eben geknallt, ne? Tja, oh, wir oh! Eh nach Lockbay. Lockbay. Wo war die Blaupause? Hier, hier ist die Blaupause, hier. Auf der Bank. Oh, die sind bei Lockbay. Wo? Hinten aus der Mitte heraus. Hinter uns. Ein Hit habe ich gelandet. Headshot! Da einer down! Kannst du pingen hinter uns? Ja, ich bin noch am Gerät. Gegner. Da hinten am Baum huschen sie rum. Ich mach mal die Markierung weg. Treffer! Hinterm Boot. Achtung, bei der Kirche ist da liegt welche. Da liegt definitiv einer down. Ich komme. Ahne. Da sind Raben hochgegangen.
Der ist jetzt da hingelaufen. Hit! Da auch. Ich muss weg. Pin down. Irgendwo da im Gebüsch ist er. Ist da in der Hütte. Laufen jetzt. Komm, jetzt geht nicht die Gebüsche. Hit! Auf mich mit geschossen, ich muss weg. Oh, das war ein Schöner. Schön. Wir sind hier bei der Baumreihe und dahinter. Im Gebüsch und so. Fuck! Das war zu lame. Oh nein. Halb. Drei Viertel. Drei, zwei, eins, du stehst. Ich hebe Jan. Rechts hinterm Baum steht einer und snipet. Ich muss gerade erstmal. Hock dich direkt hin. Headshot down. Sehr schöner Schuss. Ist da noch welcher? Ja, hinten. Ich muss mich healen. Bin aber vergiftet. Ja, hinten bei dem... Bei den Scheunen. Bei den Scheunen und rechts. Rechts und links bei den Scheunen. Da ist einer down. Ich komme, ich pushe ran. Wo liegt er? Da ist immer noch einer und der andere liegt da mitten im Gang. Bin down. Sniper hat der. Wow! Fuck! Okay, Knippbus geht nicht. Doch, geht. Will man den Mod schicken? Kannst du nicht anschreiben. Läuft ja super. Doch, geht. Klippen und reinposten kannst du eigentlich. Kaltblut. Eigentlich geht das. Ich habe da nicht gesperrt. Von Clips. Ah, der hat die neue Sniper. Ja, die ganz neue. Die ist... Digga, der verarscht dich, ne? Geil gemacht. Das hat er echt gut gemacht. Hä? Warte mal, da passt irgendwas nicht. Blue, kannst du mal gucken, ob das mit dem Clips gesperrt ist? Eigentlich sollte das ja nicht gesperrt sein, weil Kaltblut den Clip nicht posten kann. Das dürfte eigentlich nicht gesperrt sein bei mir. Ich habe das freigegeben. Ich gucke gleich mal. Aber da ist nichts umgestellt. Das sollte eigentlich immer noch so laufen. So, MMR. Ja, MMR 3 bin ich ganz normal. Habe ja vieles, was auch nicht schlimm ist. Aber dann sollte die Mod wenigstens angeschrieben werden können. Ja, der Mod soll eigentlich angeschrieben werden können. Oder Blue, hast du das separat geblockt, dass du nicht angeschrieben werden kannst? Ich hab's, nein, hab ich nicht. Hä? Ich hab gar nichts geblockt. Ich hab nie irgendwas eingestellt. Warte mal, jetzt bin ich mal gespannt. Teamkollegen brennen lassen, habe ich gemacht. So, warte mal. Jetzt muss ich hier mal gucken. Twitch Mod an aber sich. Aber es ist auch keine
keine Clips irgendwie gesperrt oder so? Nee, ich habe ja gar nichts gesperrt. Alles gut. Ich gucke gerade in meiner Mod-Ansicht. Mal gerade nahe gucken. Dieser Benutzer hat Flüsternachrichten von unbekannten Benutzern blockiert. Ah, du hast Flüsternachrichten blockiert. Blue. Ja, alles gut. Warte mal, so. Schrecklicher Flüster. Du. Das habe ich. Das ist aber. Aber hier zeigt ja nichts an, dass du einen Clip reinschicken wolltest und dass hier irgendwas gesperrt ist. Ich gucke gerade. Aber hier ist alles freigegeben, clipsmäßig. Einstellung. Clips. Hier die Einstellung mit Clips an der Steam. Warte mal, was ist denn hier alles umgestellt worden? Lass Zuschauer Clips in Social Media hochladen? Nein, das habe ich aus. Ist klar, Einstellung dieser Clips. Probier mal jetzt aus Kaltblut, ob das jetzt geht. Bitte. He-Man! Hallihallö! So, jetzt hat es aus. Ich bin ja wirklich MMR3, warum das denn? Also Kaltblut, normalerweise habe ich jetzt alles eingestellt und sollte jetzt auch Clips wieder reinstellen können. Das Einzige, was du nicht machen kannst, ist Clips in Social Media hochladen. Das geht nicht bei mir. Ich geh schon mal auf bereit und geh gerade mal pinkeln. Ja, mach ganz in Ruhe. Also eigentlich solltest du jetzt Werbung, Moment, ja. Du solltest jetzt ganz easy Clips erstellen können und auch hier reinstellen können. Eigentlich. Wenn das nicht geht, muss ich nachher nochmal alles umbasteln, weil irgendwie ist das sehr komisch. Eigentlich solltest du das können. He-Man, wie geht's dir, mein Besten? Irgendwie was umgestellt, also. Nee, dass du angeflüstert werden kannst, nicht. Das war jetzt das. Alles gut. Hab nach Aktualisierung versucht, geht nicht. Schau in aller Ruhe nach dem Stream. Ja, mach ich. Aber eigentlich, ich hab doch jetzt alles freigegeben. Also, das ist sehr, sehr komisch. Aber es kann auch sein, dass Twitch wieder irgendwelche Faxen hat, weil das hatte ich nämlich auch schon. Da muss ich gleich mal... Ja, muss ich nach dem Stream auf jeden Fall mal nachgucken, weil ich will ja, dass ihr Clips macht und dass das auch hoch... also hier reingeladen werden kann. Von daher verstehe ich das nicht. Das würde ja gar keinen Sinn machen. Wenn ich sage, nee, auf gar keinen Fall oder so. Ah, komm, nehme ich die hier mit. Nehme ich die hier mit? Ja. Habt ihr Clip mal in Twitch geschickt? Kannst dir ja rein. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also die Clips bei mir sind immer 100% so, dass ich die auch hochlade. Auch bei YouTube und bei TikTok werden die hochgeladen. Von mir. In der Regel. Es sei denn, ich war böse. Bist du das nicht immer? Ja, natürlich. So, warte mal. Da muss ich hin. Dahin. Dahin. Ach so.
So. Schöner Header. Oha. Den gucke ich mir jetzt erstmal an. Den. Ne, den habe ich jetzt reingestellt. Ah, den, okay, sehr geil. Danke dir. Danke dir. So. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er ja. Wer denn? Ich muss doch noch was machen hier. Weil es ist doch He-Man da. Ach ja. So. Dann braucht er doch das hier. Ja, braucht er. So. Euch beiden habe ich mal eine Anfrage geschickt. Ja, ich habe das jetzt umgestellt. Kaltblut. Aber ich verstehe es immer noch nicht, warum das nicht geht, ne? Mit den Einstellungen. Aber ich verstehe nicht, warum du. Ich bin gespannt. Vielleicht geht's ja. Was denn? Meine Telefonnummer sonst wo stecken. Was? Twitch will meine Telefonnummer haben. Ah, okay. Ich gehe mal gerade kurz auf Toilette. Ganz schnell rauchen. Ich bin gleich wieder da, meine Lieben. Ich gehe kurz in den Pausenbildschirm. Also macht ein bisschen leiser, wenn ihr jetzt sehr laut habt. Nur als Vorwarnung. In dem Clip oder in den Pausenvideo schreie ich sehr laut rum, weil ich mich ganz schön erschrecke. Also viel Spaß. Ihr habt eine Ziege da drinne und jeder kann jetzt noch mal eine Ziege nehmen. Dann habt ihr fünf Stück und könnt so gesehen fünf Stück nacheinander abfackeln. So, du hast jetzt eine, dann hast du deine Aufgabe erledigt, chill dein Leben. Zu, dass die alte dich nicht frisst und warte bis. Ja, du Scheiße! Karma, wer war das? So viel dazu, nicht fressen lassen. Danke, ihr Arschlöcher, dass ihr daneben gestanden habt, Alter, ohne Scheiß. Und die Ziege ist weg. Hey Jungs, vielleicht helft ihr mir! Dios rennt einfach weg, Alter. Ey, Dennis, nächstes Mal lass dich. Hauptschlafzimmer ist alleine, die ja. Tür offen. Ist immer noch geschlossen. Mach ich doch gerade. Meine kurze Frage. Kann sie ist gerade schreit in den Keller gerannt. Kann die Alte hier in diesen Kreis rein? Nein, ne? Welchen Kreis? Diesen Kreis, wo die Köpfe alle drin liegen? Ja. Ja. Überhaupt irgendwo einen sicheren Ort für der Alten? Nein. Wegspiel. Nee, Mann, nach der Runde spiel ich was anderes. Keine Ahnung, Teletubbies oder so. Okay, weg nach oben. Lass nach oben. Im Dachboden. Wow! Doch nicht! Sie nimmt einfach Stefan mit. Was macht sie da? Alter. Die bringt ihn raus, sie müsst ihn verarbeiten mit dem Medikit. Ach, sie bringt ihn raus, ja, das passt eh. Oh. Ich kleb dir ein Pflaster aufs Popoloch. Alter. Alter. Was reingehen? Ihr Arschlöcher. Ja, jetzt ist zu spät, alles gut. Ich hab den Stream nicht auf dem Bildschirm hier gekriegt. Und da hätte ich Hilfe gebraucht. Ja, Hans Maulmann! Hier liegt doch ein Knieficken! Du Stück Scheiße! Was ist das? Widerlicher Mensch!
Kuli, der hat dich jetzt gerade eben... Ich gehe gerade allein in so einen Raum rein, wo hier so ein scheiß Stuhl wackelt, Alter. Auf einmal kommst du mit Buh. Ja, mach dich vom Macker, Alter. Weg mit dir. Oh! Den Dicken hat's erwischt, Jungs. Jungs, komm nicht weg! Komm nicht weg! Das sind Dämonen! Die essen dich! Sie essen Jolas! Nein! Ich bin tot! Haltet ab von ihm! Hört auf, ihn zu essen! Aber wohin? Ich bin in der Speisekammer. Viel Spaß in der Speisekammer. Aber richtig viel Spaß, die Schleichkarte zu dir, Alter. Was will die von uns? Das ist die Hand von ihm. Ja. Wo geht die nicht zu Steffen? Die jagt uns schon wieder. Oh mein Gott. Blende sie. Jonas. Ja. Lass mich nicht allein, ja. Uschi. Du Arschloch. Ciao. Steffen regelt schon. Ich muss los. Jonas. Wow. Boah! Wo ist denn der Ausgang, Alter? Hey, Dios. Nee, Mann, ich hasse dich. Wer ist der Ratte? Warum? Die steck ich mir grad. Wo? Ich bin so nett, Kumpel. Nein, die will ich ja! Susi? Gönn dir die Ratte. Er kommt mir so ein Trickspiel, wo einfach mein ganzes Leben fickt. Ja, pass auf. Und du wolltest das andere noch spielen, ne? Welches andere? Blair Witch. Ja, viel Spaß, Alter. Ey, ah! Boah! Alter! Den Dicken hat er erwischt. Boah! Kann man den blenden, oder? Scheiße! Der Rentner hat's erwischt, Jungs. Die rennt in den Keller, warum? Ja, sie ist hier! Jungs! Lass mich doch bei dir weg! Verfluchte Scheiße! Der Snitch, Alter! bei mir! Warte immer auf die Behindis, Alter, das ist so scheiße, das ist richtig diskriminierend. Ja, ich bring sie mit! Vor allem fängt der Tommy gleich an. You see me rolling. Hallo! Ja, danke! Danke. Wo? Ich sah beim Kamin. Wir brauchen eine Futterschale. Ey, Jungs, danke. Ihr opfert mich schon wieder. Ihr seid so eine Schweinehunde. Wir sagen, wir bleiben zusammen, Alter, und ihr. Okay. Also ich hab hier eine. Ja, bei mir auch. Ja, ich hab doch hier schon. Dein Ernst. So, fick dich, die hab ich jetzt genommen. Was passiert, wenn du mir meine Ratte klaust, ja? Ich glaube, wir verstehen uns jetzt, oder? Okay. Was habt ihr gemacht? Ich setze Klein Adolf mal auf dem elektrischen Stuhl. Okay. Eskalier halt dein ganzes Leben. Unterstützung. Mann! Mann, Junge! Magere Ausbeute, Jungs. Ausbeute. Wir haben nur eine Ratte. Ja, ihr seid voll die Flaschen, Alter. Ehrlich, ohne Scheiß. Jetzt hab ich endlich meine Ratte und ihr macht gar nichts. Ach, da hängt schon eine. Wir haben nur eine Ratte. Ja, hau rein. Sicherung? Wenn du mal ein paar Sicherungen reinpackst. Los, jetzt. Gib Strom. Oh, wir haben schon 7, Leute. Okay, gleich kommt die 8. Fuck, Alter, Jungs. Los. Gleich die nächste. Los, schnell. Da wird's richtig sauer. Das wird's richtig arschig, Jungs. Ah, ich mein, Katsche. Was macht ihr beiden? Jetzt in der Ecke?
Tu mal vor. Ich pack, ja, schon, mal, ich pack schon mal eine Sicherung rein. Ach, ist schon. Ich hol mir mal ein Medikit. Ich such mal hier gerade nochmal nach meinem verlorenen Schatz hier. Ey, irgendwo habe ich doch noch Batterien hingepackt, oder nicht? Alter, es bollert hier ohne Ende, Alter. Alter, warte. Scheiße. Wow! Alter, Schock! Warum rennst du zurück? Ist er unterwegs, oder was? Bis nach oben. Komm doch mal da weg, Alter, Dicker. Und jetzt kommt hier runter. Alter! Ich geh wieder raus, ich helfe ihm jetzt. Hinter mir! Oh! Wohin? Oh, boah, Alter! Was? Wo ist es? Scheiße, ich bin down. Down wie Syndrome, Alter. Ich hab mein Ei. Jemand von denen hat mein Ei geklaut. Nein. Sie hat ein Ei nicht. Hinter uns! Ich muss jetzt nicht daran scheitern. Guck mal, Medkit, ne? Alter. Alles andere wird sinnvoll. Mein verficktes Herz, Alter. Oh, und die kommt direkt zurück. Jo. Die kommt instant wieder. Die sucht den Schränke. Was, die guckt rein? Ja, im Moment. Ich verstecke meine Jacke. Also, den Rentner hat's erwischt, Alter. Und jeder kann jetzt noch mal eine Ziege nehmen. Dann habt ihr 5 Stück und könnt so gesehen 5 Stück nacheinander abfackeln. So, du hast jetzt eine, dann hast du deine Aufgabe erledigt. Chill dein Leben, zu, dass die Alte dich nicht frisst und warte bis... Du Scheiße! Karma, wo war das? So viel dazu, nicht fressen lassen. Danke, ihr Arschlöcher, dass ihr daneben gestanden habt, Alter, ohne Scheiß. Und die Ziege ist weg. Hey Jungs, vielleicht helft ihr mir! Dios rennt einmal weg, Alter! Ey Dennis, nächstes Mal lass dich. Hauptschlafzimmer ist alleine, die Tür offen. Ist immer noch geschlossen. Mach ich doch gerade. Meine kurze Frage. Oh, sie ist gerade schreit in den Keller gerannt. Kann die Alte hier in diesen Kreis rein? Nein, ne? Welchen Kreis? Diesen Kreis, wo die Köpfe alle drin liegen? Ja. Ja. Überhaupt irgendwo einen sicheren Ort von der Alten? Nein. Wegspiel. Nee, Mann, nach der Runde spiel ich was anderes. Keine Ahnung, Teletubbies oder so. Okay, weg nach oben. Lass nach oben. Im Dachboden. Doch nicht! Sie nimmt einfach Stefan mit! Was macht sie da? Alter! Sie bringt ihn raus, sie müsst ihn verarbeiten. Alter! Mit dem Medikit. Ach, sie bringt ihn raus, ja, das passt eh. Oh! Ich kleb dir ein Pflaster aufs Popoloch. Alter! Alter! Was reingehen? Ihr Arschlöcher! Ja, jetzt ist weil, zu spät, alles gut. Ich habe den Stream nicht auf dem Bildschirm hier gekriegt. Und da hätte ich Hilfe gebraucht. Digga, Hans Maulmann. Hier liegt doch ein Knieficken. Du Stück Scheiße. Du widerlicher Mensch. Kuli, da hatte ich jetzt gerade eben... Ich bin gerade allein in so einen Raum rein, wo hier so ein scheiß Stuhl wackelt, Alter. Auf einmal kommst du mit... Buh. Ja, mach dich vom Macker, Alter. Weg mit dir. Oh! Den Dicken hat's erwischt, Jungs. Boden, ein Medkit. Jungs, komm nicht weg! Komm nicht weg! Das sind Dämonen! Die essen dich! Sie essen Jolas! Nein! Ich bin tot. Haltet ab von ihm! Hört auf, ihn zu essen! Aber wohin?
bin in der Speisekammer. Viel Spaß in der Speisekammer. Aber richtig viel Spaß, die Schleichkarte zu dir, Alter. Was will die von uns? Das ist die Hand von ihm. Ja. Wo geht die nicht zu Steffen? Die jagt uns schon wieder. Oh mein Gott! Blende sie, blende sie, blende sie! Jonas! Ja. Lass mich hier allein, ja. Uschi! Du Arschloch! Ciao! Stefan regelt schon! Ich muss los! Jonas! Wow! Boah! Wo ist denn der Ausgang, Alter? Hey, hey! Idios! Nee, Mann, ich hasse dich! Hier ist eine Ratte! Warum? Die steck ich mir grad! Wo? Ich bin so nett, Kumpel. Nein, die will ich ja. Susi? Gönn dir die Ratte. Er kommt mir so ein Trickspiel, wo einfach mein ganzes Leben fickt. Das kann dir dein Brüderchen erklären. Okay, dann erklärt mal, warum ich vor Blue seiner Frau gestrippt hätte. Hallo? So, Blue hat gesagt, du musst es jetzt erstmal reden. Ja. Ja. Wegen Wohnung oben. Und ich habe gesagt, Alter, was redet der? So lange strippt der da noch oder was? Ach so, okay. Ja. Ja, gut. Das ist sei dir gegönnt, ja. Aus dem Kontext kam das. Hallo Vanessa und hallo Valor. Und danke für euren Lurk. Oder für deinen Lurk, Valor. Danke, danke, danke. Immer dieses Arbeiten hier, ja, ich weiß, es tut mir echt leid. So. Ja, es ist ja jetzt so, der Blue, der bekommt ja jetzt auch immer 5 Euro für jedes SO, was er rauskloppt. Ach, von dir, das ist aber nett. Das sind aber nett. Streamer gerade drinne. Ey, das ist aber sehr nett, dass du das bezahlst, Jan. Das ist sehr nett von dir. Jan hat dir gerade 5 Euro pro SO. Ich wollte nur den anderen das Dilemma von Blue erklären, weil er will dich ja nicht nackig machen, aber... Ach so. Na? Also dir ist schon klar, dass hier jetzt gerade 1, 2, 3, 4, 5 Streamer sind, ne? Wer mir, ja. Ja. Ja, mir ist das klar. Ja, mir auch. Ich weiß das ja. Und Vanessa, danke, danke für den Schrei übrigens, ne, Vanessa? Danke. Dann würde ich jetzt hier ein SO nach dem anderen rauskloppen. Nur am SO-Schrei. Der ganze Chat nur noch voll mit SOs. Ich bin dann nur als Spielfigur, ne, stehe ich dann nur rum, ne? Ja, dann ich würde das dann einfach nur noch KI generieren lassen. Fleißig weiter mitlaufen und alle denken so, boah, Alter, der ist ja Multitasking. Uff. Ihr alten dreckigen Schlüpperschlüpfer. Ja. Ich fühle mich auch richtig, richtig dreckig Schlüpper geschnüffelt. Ja. Ich habe an einen sauberen geschnüffelt. Du schnüffelst nur an Socken, Alter, an getragene Socken. Blue, ja, was ist da los? Stimmt mit dir nicht. Ich hab perverse Vorstellungen. Ich hab ganz perverse Gedanken, aber die äußere ich jetzt mal nicht, ne? Hast du doch schon getan. Was? Wie, wieder die Gedanken mit dem Gleitgel und der Ananas? Oha! Jetzt solche Dinger, okay. Also, ja, der Huxi steht schon auf kranken Scheiß, Leute. Keine Sorge. Also das Wasser hat Zähne. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ich bin ja nicht im Wasser. Wenn ihr Ananas und Gleitgel habt, habt ihr ihn. Ananas und Gleitgel ist immer vorne. Ganz weit vorne, meine Lieben. Richtig Porno ist das, Digga. Richtig Porno. Immer noch Bienenbitches sterben? Ja, müssen immer noch.
frei habe ich. Sehr schön. Ich habe das so 1 bis 100 Fragen. Verwirrt. Was? Was verwirrt dich denn bitte? Klär mich auf. Ich weiß nicht, was du meinst. Verstehe die ganze Frage rein, ey. Also, wenn ihr irgendwo ein Medizinpacket seht, einmal Bescheid sagen. Warum? Was hast du gemacht? Jo. Ich denke, er war. Kuscheln. Feuer und Flamme. Feuer und Flamme! Oh, sehr schön! Guter Einsatz! Ja. Feuer und Flamme! Frei. Feuer und Flamme für das Spiel. Ja. Optimale Lösung. Wer rennt da so weit vorne? Wer hat nie 3 Punkte auf dem Kopf? Ich weiß nicht, wer die 3 Punkte auf dem Kopf hat. Ich höre nur immer Schießen. Und ich werde nervös warum durchs Schießen. Warum rennst du wenigstens in die Richtung, wo die Schüsse herkommen? Weil ich weiter weglaufen will von denen. Achso, okay. Ja, funktioniert. Ja, hoffe ich doch. Hier ist erste Hilfe. Alter, hier ist ja richtig Bombenstimmung. Ja. Oh, ich bin auch Feuer und Flamme. Oh, er brennt für die Sache. Ja, wenn dann richtig, ne? So, okay, wir müssen weiter. Yalla, Bibi. Also, falsche Baustelle, okay. Das ist die Spinne und die ist oben links. Oh, hier ist ein Umschlag. Da wollen wir ja nicht hin, oder? Ne, oben links will ich jetzt noch nicht hin. Ruhe da. Krähen. Dreck vor euch, Krähen. Raben. Raben. Krähen, Kran. Raben. Fick dich ins Knie, Viecher. Oha! Ey. Was sind das denn für Ausdrücke hier? Bitte? Oh, die müssen sterben. Die haben unseren Boss gemacht. Ja. Das heißt, wir diese sterben. Mit Kacke beschmierten. Fotzenponys. Fotzenponys. Was für Dinger? Verdammte mit Kacke, Hochkobolde. Mit Kacke beschmierten Fotzenponys. Kennst du das Tier nicht? So wie mit... In der Orogordo-Mine hat einer gerade einen Plattenspieler angemacht, wollte ich nochmal so erwähnen. Keine Ahnung, ich laufe den Huxi hinterher. Ja. Entschuldigung, den Huxi. Den Huxi? Hast du gerade den Huxi gesagt, du Fischkopf? Du Schweinshuxi, du! Ich mach den Huxi. Sehe ich aus wie eine scheiß Schweinshaxe oder was? Dazu sag Raben. Huxi 01, Alter, klingt wie ein Hackfleisch. Die Presse. Du ekliger. Ja, aber dein Name ist auch nicht Programm, Alter. Du bist ja gar kein Runner mehr. Du bist ja Schlaftablette. Ich renne doch die ganze Zeit. Okay, ich renne hinter euch, aber ich renne. Ne? Ja, mach hier noch einen auf Krawall aus. Ich glaube, da unter der Brücke ist das was, das habt ihr noch gar nicht getriggert, Junge. Wow. Wow. Oh, könnt ihr einen Ping geben, oder? Ich kann mich gerade nicht bewegen, weil sonst bin ich tot. Oder? Oben am Fenster, wo es hell leuchtet. Ist das gut? Jo. Ich heile mich mal gerade kurz und dann muss ich hier mal raus. Ich fühle mich hier so ein bisschen unsicher. Da. Hui! Der war eng. Unten oder oben? Oben war der. Ja, ich krieg gerade Besuch von der Bamba. Wow! Ja, warte, lass ihn noch mal gucken. Da oben! Ja, ich seh ihn. Ja, er hat mich auf jeden Fall. Ich leg mich mal ein bisschen schlafen. Was? Ein bisschen höher zielen.
Jawohl! Oh. Der ist down! Kann mich einer heben, bitte? Das wäre ultra nice. Und ziemlich knorke. Ich liege auch unten. Heb dich. Danke. Oben Fenster einmal explodieren lassen, wenn es geht. Ah, ich hab's gehört, Jo. Ungünstige Position da oben. Fenster. Da ist jetzt gerade einer runtergesprungen. Rennt nach oben. Unten ist einer raus. Die gucken raus. Einer down. Zweiter down. Da ist noch einer. Hat sich der bei der Luft gejagt? Geiler Dude, Mann. Ich sehe nichts mehr in der Nähe. Nö, ist doch frei. Wo ist der dritte? Also hier liegt einer. Ich hab hier noch einen liegen. Ja, die sind alle drei hier unten eigentlich, oder nicht? Also hier oben ist keiner. Ja, die sind alle hier unten. Aber der hat schöne Waffen hier. Ja, die anderen oben gehen schon mal zum Ausgang. Die Superschnüffler. Okay. So, warte, ich komm mal runter. Wo liegen die Sparzettel denn? Hier, alle drei hier. Ach so, die liegen alle da unten. Die wollten abhauen und ich habe sie ja halt so ein bisschen überrascht. Glaube ich. Na komm. Ein bisschen ist gut. Ja, ich habe so ein bisschen geschossen. Es tut mir leid. Was sie ganz schön weggeknattert hast du die. Nein. Ich habe alle drei getötet jetzt hier unten. Den einen, der wollte mich wegsprengen, da habe ich ihn angeschossen. Da. Da und da oben. Okay. Okay. Kommen wir zum Ausgang, was? Jo. Ab zum Ausgang. Ja, Handy, ich kümmere mich gleich um dich. Irgendeiner schreibt mich hier an. Irgendeiner schreibt gerade, ich weiß nicht wer. Deswegen habe ich gerade gesagt, kümmere ich mich gleich drum. Ich glaube, ich werde langsam warm. Ja, ne? Jo. Pistolenschaden habe ich auf jeden Fall gut gemacht. Und ich habe Sniper. Sehr gut. Ich habe keinen gesehen. Du Blindfisch. Das ist, weil du dich immer versteckst, mein Freund. Nein. Ups, falsche Waffe. Nicht schlimm. La 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 la. Weg da! Hast du jetzt echt auf mich geschossen? Nein, ich schlage nur! Du schießt immer, du Arschmade! So, jetzt habe ich auch auf dich geschossen. Und ich blute. Ist auch alles clear, ne? Nur so schön vor. Ich blute immer noch. Wollte ich nur mal so festgehalten, ja. Wenn ich verblute, sind das deine Minuspunkte.
Danke. Oh, wie eine Mutter ohne Brust. Danke. War klar, dass du mir wieder einen reindrückst hier, du ehrlich. Das war so klar. Wenn ich schon meine Heilung verschwende, dann kriegst du auch noch einen rein. Frech, 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 der Kleine. Nein, ich hab dich einfach nur lieb. Das ist meine Zuneigung zu dir. Wickel doch gleich Rasierklingen mit in die Bandage. Alter, was hast du denn für Gedankenspiele da? Ja, immer diese Geschwisterliebe. Oder? Klingen in die Bandage. So, was habe ich denn? Verbanne Ziele und aktiviere Heilung. Brauche ich noch? So, zwei Jäger getötet. Ach, der andere hat sich selber umgebracht, weil ich ihn angeschossen habe, ne? Klar, das ist der Vierer, Dreier gewesen. Okay, sehr gut. Okay. Okay, feindlichen okay. Jägern Schaden zu mit Scharfschützenwaffen ist bei mir immer noch 0 von 750. Also da ist noch nichts passiert. Was? Hä? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Gepanzerte sind doch 11. Oder Schwarmmütter. Ist alles hochgegangen, ne? Weil ich habe die Vetterli 71 Meisterschütze dabei. Also das kann nicht sein. Hochgeschwindigkeit. Meisterschütze ist kein Scharfschütze. Doch. Meisterschütze ist Scharfschütze. Das ist Scharfschütze. Adlerauge ist kein Scharfschütze. Weil das haben wir nicht selber ausprobiert. Ja, aber es hätte dann ja Punkte zählen müssen, weil wir die ganze Zeit in einem Team sind. Aber tut's ja nicht. Hä? Das ist ja das Ding. Und ich habe die ganze Zeit, selbst mit, wo ich mit King gespielt habe, da haben wir beide die Vetterli Meisterschütze genommen. Und mir fehlt ja nur noch einer. Ich habe mit King schon fast alles weggerockt. Wie jetzt? Warte mal. Bei welcher Woche bist du jetzt, Dicky? Zweite, ne? Ja, ja. Das ist Sprenglanze, da sind Kopfschüsse. Dicker. Ja, und? Du machst ja alle Wochen gleichzeitig. Ja, ja. Dann hast du ja einmal mit Scharfschützen Schaden machen. Ja, richtig. Und da ist bei mir 0. Das ist ja in Woche 3. Ja, richtig. Feindlichen Jägern Schaden zu mit Scharfschützenwaffen. 0 von 750. 0 von 750? Ja. Muss ich da normale Munition nehmen? Nee, das hat mit der Munition nichts zu tun. Das hat was mit dem Gewehr zu tun. Hast du da auch keinen Schaden mit reinbekommen? Ich hab 602 von 750. Ich krieg die ganze Zeit Sachen dazu. Deswegen wundert mich das ja. Interessant. Ich nehme jetzt auch Scharfschützenwaffe mit. Ja, mach mal. Ich hab die Diopter. Warte mal, den wähle ich jetzt mal auf was anderes. Meisterschütze muss ich haben, richtig? Genau, weil Adlerauge geht nicht. Ich habe Scharfschütze jetzt genommen direkt. Ja, Scharfschütze und Hochgeschwindigkeitsmunition nehme ich mit. Da bin ich mal gespannt. Alter, wir drei als Sniper, das geht doch so in die Hose. Alter, das geht so in die Hose. Ich schwöre euch, Alter, weil ich die absolute Granate in Scharfschützen bin. Ach ja, stimmt ja. Dabei. Du hast doch vorhin einen gekillt. Du bist ja Best Sniper Forever. Ja, ich habe eben einen gekillt und den habe ich sogar ziemlich geil gekillt. Und den mit dem Revolver, das war viel geiler. So. So? Wieso? Okay. Weil. Ach Mist, ich habe ja noch was vergessen. Das da weg und das da mit rein. Du. Ich bin fast in Inses Hose gegangen.
In Sis-Hose. Okay. Ich muss sagen, der Ghostface-Skin, der gefällt mir. Ja, der ist okay, aber ich hab ihn halt leider nicht. Ja. Ich mag ihn. Okay. Das ist okay. Ich mag ihn auch in Dead by Daylight, also von daher. Da hat jemand 1 bis 100 Fragen. Ja, ich hab schon längst gesagt, dann hau mal raus, aber irgendwie kam da nichts weiter bis jetzt. Ich glaube, er ist ein bisschen... Stelle keine Fragen, auf die du die Antworten nicht wissen willst. Naja, also ich sag mal so, ich antworte dir alles. Beantworte dir definitiv alles, egal was es ist. Ich bin da komplett schmerzfrei. Nur so als Info. Außer die Geschichte mit dem 5-Pfund-Kürbis und dem Glas Erdnussbutter. Das beantwortet er dir nicht. Was? Oder mit der Ananas und dem Gleitmittel? Das kann ich auch beantworten. Das mit dem 5-Pfund-Kürbis und dem Glas Erdnussbutter. Das mit der Ananas und dem Gleitmittel ist ja noch human. Ich weiß nicht, was das sein soll mit dem Kürbis und den 5-Pfund Erdnussbutter. Keine Ahnung. Die Verwirrung ist verwirrt. Ich weiß nicht, was du für... Verwirrung ist die Verwirrung. Ja, genau. Sehr gut. Aber ich weiß immer noch nicht, was du so genau damit jetzt sagen wolltest, kleiner... Auf was stehst du denn für Sachen? Du mit Fotze, mit Kacke beschmiertes Fotzenpony. Mit Fotze beschmiertes Kackepony, wolltest du gerade sagen? Ist doch scheißegal. Hab doch genau gerochen. Ja, was du alles riechst. Glatzenmatratze, was ist wieder los mit dir? Ach, halt die Fresse, du scheiß Hobbit, Mann. Ihr frechen Garten... Oh, der Boss ist auf unserer Linie hier, ne? Der andere. Okay. Nee, der ist auf unserer Linie. Ja. Wo laufen wir denn gerade? In die Bahn zwischen drei. Ja. Am Boot gemeinsam oder am Boot da oben zu gehen? Hier oben, wäre cool. Das war toll. Ich glaube, das Ding ist abgefackelt. Glaube ich auch. Was los? Ich will gerade hören, wo der andere Boss ist. Nordwest 315 ist Gaswerke. Gaswerke? Ja. Die ganze Zeit ich hab gerade geschossen. Jetzt sag, wie gehört die der Kuh? Kuh, Alter. Du hast geschossen, Kuh hat angefangen zu brüllen. Nee. Doch. Die Kuh wollte eine Ananas von dir. Die wollte definitiv eine Ananas von dir. Oh nein. Ich hab nur das Gleitmittel Hilfe. Dabei. Hilfe! Was ist Hilfe? Schlag! Schlag drauf! Komm auf, Simulator am Arsch der Welt. Ach, der ist oben, der Scheißpunkt. Geht da einer hoch? Nein, okay, dann gehe ich hoch. Doch, Arne ist auf dem Weg, hä? Nein. Okay. Doch, ich bin auf dem Weg. Ja, aber kompliziert ohne Ende, ne? Ich bin nicht Gronk. Vergiss das. Gronk Honk. Du bist der Honk. Mit dem Gronk. Ich sag Gronk. Oh, Raben, überall Raben. Hier ist ja. Hier ist ein Happy Meal. Du wolltest doch jetzt zum Gaswerk. Ja. Definitiv will ich zum Gaswerk. Oha. Jetzt laufe ich. Warum denn nur?
Zumindest haben wir jetzt schon mal eine Vorahnung, wo der andere Boss sein wird. Also der große. Da oben ist der Boss. Ja, ja, da müssen wir rein, da müssen wir den Nerv da an den Arsch becken. Ich hab keine Hafti dabei. Ich hab eine. Ich aber. Ich hau jetzt bei dem Boss erst eine Hafti ran. Einmal drauf schießen noch, danke. Nein! Warum? Hat den Heilkraft-Perk fallen lassen. Soll ich das Ding aufheben? Ja, kannst du. Aber warum hast du das jetzt gemacht? Blue. Was denn? Blue hat nochmal die... die ganze Zeit hoch wollte und du hast die ganze Zeit immer Dings. Ja, der war doch schon fast tot. So, ich wollte eine Hafti dran schmeißen, du hast eine Hafti dran geschmissen. Und als ich schau mich einmal um. Also ehrlich, Blue. Du bist der Honk, du Blue Honk. Nein, du bist der Honk. Du bist der Honk. Meine Frau sagt, wir sind alle Honks. Okay, sie hat recht. So, wollen wir raus oder... Nee, was? Wir gehen zum Boss. Gut. Ja, genau da drüber, du Fettsack. Gott, Alter, mein Dude ist einfach zu fett, ne? Viehhof. Alter, er bleibt ab zum Viehhof gehen wir. Ich geh mal zum Viehhof, mal gucken, was da ist. Eine Kuh. Ja, du, leise brauche ich jetzt nicht mehr machen. Wir haben den Blitz über Kopf. Deswegen bleibe ich ganz nah bei Arne. Damit alle wissen, wo Arne ist. Okay, ja, wir müssen einmal zum Wagen hier vorne. Ja, dann lass uns zum Wägeli. Zum Wägeli? Oder hatten wir eben schon einen Wagen? Ich weiß es gar nicht. Nein, hatten wir noch nicht. Wir sind zwar an einen vorbeigelaufen, aber hatten keine Lust anzuhalten. Ja. Okay. Huh? Aus der Richtung? Was da? Irgendwas war da, guck mal nach. Ja, er hat doch die Sicht, du Nase! Negativ. Nix. Aber da war eine Muku. Möglich, aber ich sehe nichts. Oh, geiler Perk. Geiles Ding, geiles Teil. Oh. Das ist da oben an der Wand. Das gibt einmal alles drei. Für ein paar Minuten, dann können wir jetzt lange laufen. Und können jetzt stürmen und töten. Finde ich nett. Alles, aber nee, nicht stürmen. Wir sind ja Sniper. Ich wollte gerade sagen. Hier ist ein Happy Meal. Ich schmeiß mal gerade die Bienen weg. Okay, ich hab Heilspritzen gekriegt. Höllengranate. Nett. Ja. Höllengranate, Flüssigbrandbombe, Dynamit und eine Chaosgranate. Ah, für den Sniper perfekt. Mhm. Arme lässt es gleich. Krachen lässt es aus. Aber sowas von.
Geh mal weg da. Hoxie läuft jetzt Wege, die kenne ich gar nicht. Da laufe ich einfach mal hinterher. Mal gucken, was da so kommt. Nichts Gutes. Wenn du das sagst. Gehen wir jetzt auf Sniper Position. Er hat so Panik, dass da einfach einer mit einer Corporal Rival mit Penny Shot hinterm Baum sitzt, ne? Einer abgesägten kleinen Missgeburt. Oh nein, das ist wieder hieß Bahngleis-Dings, ne? Bahnhof, ja. Oder? Oh nein, ich guck mich aber. Oh auf. Ja. Ich sehe nichts. Noch nicht, ne? Ich wollte es sagen. Ja, nö, hätte ja sein können, dass hier in den Wäldern schon welche auf uns warten. Ja, theoretisch, praktisch gesehen sind sie vor uns. Mine kann man ja ein bisschen predikten, ne? Das ist ein Emulator, den mach ich erstmal weg, damit er uns nicht zum Verhängnis wird. Ja, mach mal. Ist tot. Irgendwo da sind welche. Das ist korrekt. Ja, da habe ich gerade Feuer gesehen, also, Mündungsfeuer, sagen wir so. Aber die können nach hinten hin wegrennen, ne? Ja, können sie. Oh, Alter, leck mich. Schlecht. Wer war das? Ackermann, du Sack. Moin, moin, moin. Junge, ey. Happy, danke für 10 Biddies. Danke, danke, danke. Ey, Acke, Alter, ich hab mich gerade richtig erschrocken. Danke. Fuck you. Nee. Da oben war gerade einer drin. Na, wohin ist er gelaufen? Rechts rum, links rum? Links. Okay, dann ist er da hinten irgendwo. Hast du geschossen? Ja, klar. Oh, rechts hinten schießt was. Da ist gerade irgendwas in Flammen aufgegangen, da oben. Zünd mal da einen Chronister an. Ja, warte, aus deiner Richtung hat eben irgendwo was geschossen. Ich weiß. Von wo? Siehst du irgendwo was? Ja, weiß ich nicht. Ich hatte es ja eben. Ich hatte es eben nicht gesehen und jetzt sehe ich hier auch nichts, ne? Die Runden laufen relativ entspannt. Acke und ja. Also war wohl wieder Tierlieb, ja. Ja, ja, aber da war noch ein anderes Team. Hier ist irgendwo ein anderes Team. Ich außerhalb. Hab eben innen drinnen nur zwei gesehen. Das kann auch ein dritter sein, der einfach draußen sitzt, ne? Auf keinen Fall. Oh. Scheiße, ey. Da geht's dir doch gleich besser. Du Schlüpper. Das ist aber schön, dass es dir dann besser geht. Ja, unten, ne? Ja, die richten sich da jetzt häuslich ein, ne? Jojo. Aber ich würde gerne die anderen sehen. Wurde ja Montag nun links Knie operiert. Also alles
Okay, Schmerzen halt. Aber ja, okay, das ist gut. Aber ich hoffe, dass es dir besser geht dann. Nach der OP. Wenn die Schmerzen jetzt nachlassen. Also, Pisser, das gibt's doch nicht. Die schleichen immer noch da oben drin rum. Boah, Alter! Kriegst du überhaupt was? Nein. Warum ballerst du dann? Ich das gesehen habe. Oben auf dem Dach, glaube ich. Da kam Mündungsfeuer. Oh, ich habe was getroffen. Hinten, hinter, hinten rechts. Ist was. Irgendwo da hinten. Ach. Fuck you. Halb. Drei Viertel, drei, zwei, eins, du stehst. Einer ist auf jeden Fall oben. Der eine ist da oben drin irgendwo. Da hinten saß er eben. Ne, diesmal nicht, Acker, das war zu früh. Einer ist immer noch oben drin. Hit? Nee, Treffer. Ich glaube, der ist wieder runtergelaufen. Also einer ist definitiv noch oben drinne. Denk mal auf der Seite aufpassen. Einer down. Hier oben drinnen ist einer down. Jemand schießt mit dem Snylancer. Wart ihr das? Mhm. Oben auf dem Dach, da ist wieder einer drin. Da oben drinnen noch. Der hat aufgehoben. Doch, Mann, danke für dein Resub. Seid ihr so? Ja. Down. Fuck, er brennt. Nein, noch nicht. Hier ist noch ein anderes Team. Der hat die Sicht.
Danke für deinen Resub und hallo April! Moin, 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 moin! Das geht durch! Drinnen oder draußen? Unten sind zwei tot. Der schießt einer mit Gift. Ja. Wo ist der dritte? Keine Ahnung! Hier draußen. Ich hole mit. Ach komm, scheiß Gift. Toi! Dankeschön! Er ist auf 60, 75. Er hebt auf. Er ist direkt hier unten drunter. 35 unten. Ja, dann rein! Den alten Schlüpper! Sehr schön. Alles frei. Ja, da. Sehr schön. Junge, Junge, Junge. Und moin, Apfel. Und danke, dass du auch da bist und reinschaust. Freut mich sehr, dass ihr alle den Weg wieder zu mir gefunden habt. Ihr alten, verrückten Schlübbers. Oben haben wir auch noch einen, ne? Ja. Stimmt. Und unten, oh. Und unten im Keller haben wir noch einen. Hier ist er, genau. Naja. Wo haben wir denn unten im Keller? Er ist quasi unterm Gebäude, er liegt da in der Ecke. Kann man schwer beschreiben. Unterm Gebäude liegt in der Ecke. Ja, ich komme und zeig's dir. Unterm Gebäude unten? Meine. In der Ecke? Hey, hier war nur einer? Hier ganz oben? Ganz oben war nur einer, ja. Wo ist der Rest? Hier, genau da, geradeaus. Da liegt er. Ah! Jo. Schönes Spielzeug. Oh, ich nehme mir die neue Waffe. Die Bertoli nehme ich mir. Berti, alles frei. Berti nehme ich mir mal mit. Ja, Bertier habe ich mal mitgenommen. Bin am PC, kannst fragen. Okay. Bist du beschäftigt oder darf ich dich die Secrets fragen? Oha. Oh nö, brauche ich gerade nicht. Hier ist Special Moon. Da bin ich bei. So, jetzt haben wir alle. Ja, wir haben alles. Wir können raus, haben wir vollständige Säuberung. Und dann guck mal nach, ob das jetzt gezählt hat mit deiner Meisterschütze-Scheiße da. Voilà. Ich hab damit ja einen Kill gemacht, also muss ja gezählt. Ja, aber du müsstest ja mehr als nur den haben, weißt du? Ich hab nur den mit der Dings, mit der Krack getötet. Ja, du, aber. Ich weiß, was du meinst, ja. Das meine ich ja. Hier liegt Perk Windhund. Oh, schön. Nehme ich mit. So, aber mit Jenny und He-Man selber im Bayou. Bis später. Jawohl. Ja, danke. Viel Spaß. Viel Erfolg. Und ich hoffe, wir treffen aufeinander. Da geht es richtig auf die Mütze für euch. Aber von, ja. Von der MMR-Zahl her würde ich sagen, klappt das eh nicht, vergiss das. Pimmelpfeffer. Moin Andi, euch gute Runden, jawohl. Dim, dim, da, dim. Au, was schießt du? Yeah.
Ein kleiner Tortenheber, du. Was ist denn? Ja, du bist ein kleiner Tortenheber. Na, du bist ein Hobbit, und jetzt? Ja, Tortenheber ist ein bisschen schlimmer wie ein Hobbit. Da möchte ich mich nicht weiterhin zu äußern. Ich finde das ganz schön frech, wenn du sowas zu mir sagst. Du bist ja auch frech zu mir. Ich bin nicht frech zu dir, ich habe auf dich geschossen. Danke für das SO für Deutschmann! Danke! Oh, da ist ja noch ein Streamer. Oh, der eine ist verblutet wegen mir, okay. Wie die abkabeln! Ich hab 100 Schaden mit Scharfschützenwaffen jetzt. Verstehe ich nicht. Okay, verdiene EP mit Jägern habe ich durch. Hochgeschwindigkeitsmunition habe ich auch durch. Scharfschütze bin ich jetzt bei, habe ich auch 100 nur gekriegt. Verstehe ich nicht. Ja, ich sag ja, eigentlich nur Scharfschützenwaffen. Das heißt, wenn die Waffe des Add-on, also die Aussage Scharfschütze hat, nicht Meisterschütze. Meisterschütze ist nicht Scharfschütze. Okay. Und was ist dann bitteschön Scharfschütze? Scharfschütze ist eine separate Bezeichnung? Zum Beispiel, ja, Krack-Scharfschütze. Okay. Oder Centarium-Scharfschütze. Ja. Okay. Okay. Oder die Meinard-Scharfschütze. Das ist nochmal eine gesonderte Kategorie. Ja, ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung. Ich hab's verstanden. Ist ja nicht böse gemeint. Ist halt. Ich find's traurig. Bitte, Torchi. Bitte, bitte, bitte. Immer gerne, weißt du doch. Oh, ich gehe schon mal auf bereit und. Aber ich muss erst auf Toilette. Ich muss gerade mal ein. Ich wollte sagen, ich gehe auf bereit und Pipi machen. Ja, bei mir dauert das gerade 2 Minuten länger, weil ich was anderes mache. Ich sage jetzt aber nicht genau was. Also viel Spaß in der Werbung. Bis gleich. Jetzt noch mal eine Ziege nehmen, dann habt ihr 5 Stück und könnt so gesehen 5 Stück nacheinander abfackeln. So, du hast jetzt eine, dann hast du deine Aufgabe erledigt, chill dein Leben, tu, dass die alte dich nicht frisst und warte bis. Boah, du Scheiße! Karma, wo war das? So viel dazu, nicht fressen lassen. Danke, ihr Arschlöcher, dass ihr daneben gestanden habt, Alter, ohne Scheiß. Und die Ziege ist weg. Hey Jungs, vielleicht helft ihr mir! Dios rennt einfach weg, Alter! Ey Dennis, nächstes Mal lass dich. Hauptschlafzimmer ist alleine, die Tür offen. Ist immer noch geschlossen. Mach ich doch gerade. Meine kurze Frage. Sie ist gerade schreit in den Keller gerannt. Kann die Alte hier in diesen Kreis rein? Nein, ne? Welchen Kreis? Diesen Kreis, wo die Köpfe alle drin liegen? Ja. Ja. Überhaupt irgendwo einen sicheren Ort von der Alten? Nein. Wegspiel. Nee, Mann, nach der Runde spiel ich was anderes. Keine Ahnung, Teletubbies oder so. Okay, weg nach oben. Lass nach oben. Im Dachboden. Wow! Doch nicht! Sie nimmt einfach Stefan mit. Was macht sie da? Alter. Sie bringt ihn raus, sie müsst ihn verarbeiten. Alter. Mit dem Medikit. Ach, sie bringt ihn raus, ja, das passt eh. Oh.
klebt dir ein Pflaster aufs Popoloch. Alter. Alter. Was reingehen? Ihr Arschlöcher. Ja, jetzt ist zu spät, alles gut. Ich habe den Stream nicht auf dem Bildschirm hier gekriegt. Und da hätte ich Hilfe gebraucht. Digga, Hans Maulmann. Hier liegt doch ein Knieficken. Du Stück Scheiße. Was ist das? Du widerlicher Mensch. Kuli, da hatte ich jetzt gerade eben... Digga, ich gerade allein in so einen Raum rein, wo hier so ein scheiß Stuhl wackelt, Alter. Auf einmal kommst du mit Buh. Ja, mach dich vom Macker, Alter. Weg mit dir. Oh! Den Dicken hat's erwischt, Jungs. Jungs, ich komm nicht weg! Komm nicht weg! Das sind Dämonen! Die essen dich! Sie essen Jolas! Nein! Ich bin tot! Haltet ab von ihm! Hört auf, ihn zu essen! Aber wohin? Ich bin in der Speisekammer. Viel Spaß in der Speisekammer. Aber richtig viel Spaß, die Schleichkarte zu dir, Alter. Was will die von uns? Das ist die Hand von ihm. Ja. Wo geht die nicht zu Steffen? Die jagt uns schon wieder. Oh mein Gott. Blende sie. Jonas. Ja. Lass mich nicht allein, ja. Uschi. Du Arschloch. Ciao. Steffen regelt schon. Ich muss los. Jonas. Wow. Boah! Wo ist denn der Ausgang, Alter? Hey, Dios. Nee, Mann, ich hasse dich. Hier ist eine Ratte. Warum? Die steck ich mir grad. Wo? Ich bin so nett, Kumpel. Nein, die will ich ja! Susi? Gönn dir die Ratte. Er kommt mir so ein Trickspiel, wo einfach mein ganzes Leben fickt. Ja, pass auf. Und du wolltest das andere noch spielen, ne? Welches andere? Blair Witch. Ja, viel Spaß, Alter. Ey, ah! Boah! Alter! Den Dicken hat er erwischt. Boah! Kann man den blenden, oder? Scheiße! Der Rentner hat's erwischt, Jungs. Die rennt in den Keller, warum? Ja, sie ist hier! Mit dem Mann! Jungs! Hilfe! Lass mich doch bei dir weg! Verfluchte Scheiße! Der Snitch, Alter! bei mir! Wart immer auf die Behindis, Alter, das ist so scheiße, das ist richtig diskriminierend. Hier, ich bring sie mit! Vor allem fängt der Tommy gleich an. You see me rolling! Hallo! Ja, danke! Danke. Wo? He's up, I'm coming here! Wir brauchen eine Futterschale. Ey, Jungs, danke. Ihr opfert mich schon wieder! Ihr seid so eine Schweinehunde. Wir sagen, wir bleiben zusammen, Alter, und ihr... Okay. Also ich hab hier eine. Der bei mir auch. Ja, ich hab doch hier schon... Dein Ernst? So, fick dich, die hab ich jetzt genommen. Siehst du, was passiert, wenn du mir meine Ratte klaust, ja? Ich glaube, wir verstehen uns jetzt, oder? Okay. Was habt ihr gemacht? Ich setze Klein Adolf mal auf dem elektrischen Stuhl. Okay. Eskaliere halt dein ganzes Leben. Mann! Junge! Magere Ausbeute, Jungs. Magere Ausbeute. Wir haben nur eine Ratte. Ja, ihr seid voll die Flaschen, Alter. Ehrlich, ohne Scheiß. Jetzt hab ich endlich meine Ratte und ihr macht gar nichts. Ach, da hängt schon eine. Wir haben nur eine Ratte. Ja, hau rein. Oh.
Sicherung? Wenn du mal ein paar Sicherungen reinpackst. Los, jetzt! Gib Strom! Oh, wir haben schon 7, Leute. Okay, gleich kommt die 8. Fuck, Alter, Jungs. Los! Gleich die nächste! Los, schnell, 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 schnell! Da wird's richtig sauer. Das wird's richtig arschig, Jungs. Ah, ich mein, Quatsche. Jungs, macht ihr beiden jetzt da in der Ecke? Tu mal vor. Ich pack, ja, schon mal, ich pack schon mal eine Sicherung rein. Ach, ist schon. Ich hol mir mal ein Medikit. Ich such mal hier gerade nochmal nach meinem verlorenen, nach meinem verlorenen Schatz hier. Ey, irgendwo habe ich doch noch Batterien hingepackt, oder nicht? Alter, es bollert hier ohne Ende, Alter. Alter, warte. Scheiße. Wow, Alter, Schock. Warum rennst du zurück? Ist er unterwegs, oder was? Bis nach oben. Komm doch mal da weg, Alter, Dicker. Und jetzt kommt die Runde. Alter. Ich gehe wieder raus. Ich helfe ihm jetzt. Hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir, So, hallo! Da sind wir wieder! Ah, Gott sei Dank. Fehlt ja noch ein Drittel. Das WC war echt nicht schlecht. Also hat alles für dich geklappt, sagst du. Ja, wunderbar. Die Ananas ist endlich raus. Von mir aus auch die Ananas. Ist mir relativ egal, du Alter. Ehrlich, du bist mir ein Krüppel, du. Oder? Ja, aber mächtig. Über diese Schreie, ne? Die hauen mir auch alles weg, ey. Junge, Junge, Junge. So, oh, Mahlzeit. Ja. Hast du gegessen? Ahne schon wieder, ehrlich. Nee, Ahne sitzt auf dem Pott, vergiss das. Ja, ja, der war das. Mhm. Natürlich auch. Ja. Sonst, definitiv, ne? Ahne. Ja, 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 ja. Ganz klar, Ahne war schuld. Was denn? Hm? Was? Wie? Schon wieder hast du gerülpst. Übel, kommt wieder und rülpst gleich rum. Ja, ne? Aber echt? Keine Sorge, Hux ist auch fertig mit seiner Ananas. Boah, ihr beiden Schlüppi-Hüppi, ne? Schlüppi-Hüppi? Was ist ein Schlüppi-Hüppi? Ja, ein Schlüppi-Hüppi. Ein Schlüppi-Hüppi. Ein Hüppi-Schlüppi. Du hüpfst in ein Schlüppi. Ja. Oh, ja, das... Der gemeine Feind vom Bärenbiber. Ach, vom Bärenbiber. Und vom kacke beschmierten Fotzenpony. Vom gemeinen deutschen Bärenbiber. Das mit kacke beschmierte Fotzenpony ist ja auch nur die Hauptmahlzeit vom, ne, gemeinen deutschen Bärenbiber. Okay. Gemeinen deutschen Bärenbiber? Ja, kennst du den nicht? Nein, kenn ich nicht. Warum soll ich den? Oh, Alter, leck mich am Arsch. Was hast du denn? Er kennt du Blödsack. Was hast du denn? Dein Schrei gerade. Warum? Hä, er hat doch gar nicht geschrien, hat er doch nicht. Wollte ich doch gerade sagen, ich schreie doch hier nicht. Tür zu! Tür zu! Was? Nix, ich habe gerade nur mit dem Kleinsten geredet. Weil er gerade hier um die Ecke guckte, weil ich mich gerade so aufgeregt habe. Jo. Haha. Haha. Ha. Hab ich gar nicht gehört. Einmal, nee. Einmal gucken, ob der Opa jetzt nicht vor Schreck tot in der Ecke liegt. Leck mich am Arsch, du fettes kleines Hobbit-Kind. Wie fürsorglich mein Sohn zu dir ist. Ja. Oder? Alter, ihr seid so eklig, Alter. Ohne Scheiß, Mann. Ihr du, seid weißt, voll die weißt du, welche Frage du ihm eintrichtern musst? Hm? Hast du Puls? Morgens ist es zur Begrüßung, ne? Hast du noch Puls, Alter? Was geht? Was geht? Oh, wir müssen mal zur Mitte. Okay.
weil wir haben 3 von 4. Ja. Haben wir schon die ganze Zeit. Was macht jetzt die Mitte damit? Da kannst du Sachen kaufen. Ja. Aua! Warum? Berechtigt. Oh, der Boss ist hier. Schön. Ich habe keine Hafti dabei. Ich aber. Also meine Rahmen waren es nicht, weil ich habe mich den stillen. Hafti ist dran. Oha! Oha! Wo ist er denn? Tot! Hat der eine Falle fallen lassen? Weiß ich nicht, der hat gebrannt. Wo darf ich Fallen hinschmeißen? Auf jeden Fall. Hier? Da hinten ist so ein abartiges Loch. Da kannst du auf jeden Fall eine Stacheldrahtbombe reinschmeißen, wenn du hast. Hab ich nicht, hab ich okay, nicht. Dann mach die dahin. Geh da weg. Ja. Okay, dann komm mit. Komm mit, komm mit, komm mit. Kommst du mit, kommst du mit, kommst du mit. Hier, hier, hier bin ich. Leg die hier vor. Dann guckt man an der Junior-Tüte. Weil dann krieg ich mich wieder. Kannst du knicken. Hier bei dem gibt's keine Junior-Tüten. Weil sie hier nicht gibt. Was ist das da für ein komischer Boss? Oh, hier liegt Munition. Hier ist auch noch eine Tür, ne? Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Die machen wir ja gleich so. Dann geh ich mal nach oben gucken. Du wirst hier nichts finden. Hier an der Tür ist ein rotes Fass, nur so als Info. Da können wir drauf schießen, wenn du da reinkommst. Ich habe ein Pferd gehört. Ich weiß nur nicht wo, 100%. Habt ihr auch ein Pferd gehört? Richtung Schlachthof, kann das sein? Ja, da ist ja keine Falle. Ja, hab Pferd auch gehört. Ich spiele jetzt seit 10.000 Jahren mal wieder League of Legends. Oha, ja, viel Erfolg. Und viel Spaß, mein Lieber. Ach du Scheiße. Melanzius, dann tust du mir leid, weil ich hab's runtergeschmissen. Also Schüsse sind glaube ich bei Blanchet oder sowas. Oder Fischfarm. Oh, hier liegt ein Perk. Zeuge. Das Zeuge. Keine Gegner in der Nähe. Keine Nähe. Kann ich machen, ja. Keine Gegner in der Sicht. Ja, dann wollen wir in der Mitte oder was? Oder wollen wir raus? Können wir? Ja, wir müssen ja das andere Bounty holen. Müssen wir? Warum müssen wir? Warum nicht?
Oha. Gut, vor ihr in der Mitte. Dann können wir auch das Bounty mitnehmen, wenn es da schon rumliegt. Ist ein Argument. Wenn es da schon rumliegt. Aber die schießen da noch. Ja. Aus taktischer Sicht musst du die nur zuerst töten. Gut, oder? Das ist ein guter Einwand. Es ja, wäre auch. Bin, also, es wie wäre, man sieht, bin ich in Taktik scheiße. Also. Schön wäre es, wenn du mal so. Ich gucke gleich nochmal. Hm. Nee, nichts bei uns. Also können wir Mitte und dann rüber. Zu Alice. Oh, Raven. Das ist irgendwie auch eine Chaosgranate. Nein. Das sind, das sind richtige Schüsse. Würde ich auch so sagen, ja. Und echte Explosionen sind auch. Hab's kommen sehen. Nö. Ja, Pümmelfisch hier. Gehe ich nicht ins Wasser? Keine Frage, gehst du. Oh, in der Mitte sind Schüsse. Ich habe nichts gesehen. Schatten. Gesehen? Nein, da ist Schatten. Das Perk. Schatten. Oh, nice. Okay, der ist herzlich, ne? Ich habe niemanden gesehen bei uns in der Nähe. Bis jetzt. Okay, dann habe ich mich doch verguckt. Ich gucke mich jetzt noch einmal um. Schattensprung. Erste Hilfe oder sowas. Kasse. Ja, Schattensprung ist ja auch gerade totaler Bullshit für uns. Ne? Gegner in die Richtung. Also dort, wo ich gepinkt habe. Ich habe wieder volle Sicht. Ich sehe da hinten den Ping, ja. Hast du gesehen oder per Schatten? Per Schattensicht. Ja. Im Kampon selber, ne? Ja, bin ich mir nicht so sicher. Ja, ja. Ich tippe mal ja. Ja, die sind im Kampon. Drei Dudes. Aus. Ja, ich blute, der hat Teig, der Teigmantel. Weißt du von wo? Ja, aus dem kleinen Fenster rechts neben der Tür. Ja, einer ist draußen, vorsichtig. Liegt. Einer liegt. Einer ist irgendwo da hinten. Der kleine. Hey, ich hab auch einen abgekriegt. Weiß nur nicht von wo. Da ist einer und hinten drin, hier irgendwo hier hinten läuft einer rum. Ja, alle drei stehen wieder. Hier wurde zugemacht. Der von hinten. Da ist auf jeden Fall Bombenstimmung drin. Ja, hab ich geworfen. Einiges an Leichen. Was? Ich liege? Oh mein Gott. Von wem? Silencer.
Ich hab doch gesagt, drinnen. Draußen ist einer. Nein, drinnen. Von drinnen. Die kommen jetzt. Blue, gib Feuer. Wahrscheinlich. Feuerschutz, bitte. Ich weiß doch noch nicht mal wo. Ja, genau, das Fenster ist schon mal eine gute Variante. Und da läuft der andere rum. Genau, Blue. Ach, das ist ja nur ein Schuss. Ja. Ah, scheiße. Hab einen. Sehr gut. Blue, den hat er umgeschossen. Hinten im Maisfeld noch einer, oder was? Irgendwo da ist einer. Ja. Wir sind alle mittlerweile draußen da. Schlüpper, Schnüffler. Boah, der ist an einem Mann. Ja, scheiße! Ich hab das Magazin fallen lassen. Eine Verlängerung hinter der Pferdeleiche auf dem Weg, Stefan. Links von dir. Da kommt einer. Komm! Schade. Schade. Entschuldigung. Ach, alles gut. Obwohl, was hast du vorhin gesagt? Hättest du mal aufgehoben? Ja, jetzt konnte ich nicht aufheben. Ich hatte ja vor, Jan aufzuheben, aber dann bist du ja umgefallen. Du hattest gar keine Chance mehr. Ja, dann hättest du mich ja aufheben können. Nein, hätte ich jetzt nicht. Aber ich wusste auch nicht, dass da nur eine Kugel drin ist im Sniper. Okay. Das ist wieder so ein Gerät, ist das. So ein Gerät. Naja, einen habe ich ja getötet. Ah. Ja, 150 Schaden mehr jetzt wieder mit der Sniper. Sehr gut. Also, aber, meine Lieben, wir werden jetzt aufhören. Also ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ich muss mal gerade gucken, wer da in alles so... Oh, oh, on is. On the point. Beide Lieben. Moment bitte. Ah. Mm. Mr. Brown. Das, das, das. Okay, nein, nein. Oh, Siegesmund ist online, aber der können wir sowieso nicht hinwählen, würde ich behaupten. Also werden wir jetzt zu der lieben, wundervollen Valoa reden. Valoa. Jawohl. So, und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Und wir werden kommt auf den Discord, dann werdet ihr sehen, wann wir wieder streamen. Ich weiß es nämlich leider nicht. Im Moment gerade aus dem Kopf. Danke, Happy. Und warum danke, Happy? Was hat er geschrieben? Sorry, ich habe es nicht gesehen. Schönen Abend an euch noch. Danke gleichfalls, Happy. Und viel Spaß. Bis dahin. Haut da rein. Schmeckt fein. Und bis denn.